Ich darf Sie bitten, die Plätze einzunehmen. Einen schönen guten Abend, alle zusammen. Liebe Wissenschaftspolitikerinnen, liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ob in ausgewiesenen Forschungsinstituten, ob an den Lehrstühlen, liebe Forschungsförderer, die sollte man unbedingt erwähnen, die vielleicht auch darunter leiden, dass sie nicht forschen können, sondern die ganze Zeit nur die Forschung anderer fördern müssen. Liebe Studierende, das ist ganz wichtig. Studieren heißt immer auch forschen. Wir freuen uns, dass Sie alle hier den Weg zu uns in die Böll-Stiftung gefunden haben, zu einer weiteren Ausgabe der sogenannten Berliner Hochschuldebatte. Heute gemeinsam in Kooperation mit der Vodafone-Stiftung, bei der wir uns auch herzlich bedanken wollen. Die Exzellenzinitiative geht in die dritte Runde. Das ist soweit bekannt und im Grunde haben alle jetzt gebannt drauf gewartet. Was wird die internationale Expertinnenkommission vorschlagen, wie es weitergehen soll? Die Ergebnisse liegen seit Ende Januar vor, sodass der politische Diskurs jetzt beginnen möge und dass die Politik auch sich die Zeit nehmen möge, die Ergebnisse ernsthaft zu diskutieren. Es gibt vermutlich nichts Frustrierenderes als Menschen, die sich Gedanken machen und die überlegen, was ist eigentlich eine sinnvolle Lösung, und dann redet man nicht drüber, also lasst uns drüber reden. Und wie es der Zufall will, ist der Vorsitzende der Expertinnenkommission heute Abend da, Dieter Imboden, Professor Dieter Imboden. Wir freuen uns sehr und vielleicht liegt die Böll-Stiftung auch diesmal nicht ganz falsch mit ihrer Veranstaltung heute. Wir freuen uns sehr, all die Fragen, die sich damit verbinden, diskutieren zu dürfen. Vorschlag der Imboden-Kommission, Professor Imboden wird gleich selber ein paar Eckpunkte vorschlagen, hat so erfreuliche Punkte, wie dass möglicherweise die Exzellenzcluster und Exzellenzuniversitäten etwas Zeit haben, sich auf eine neue Runde vorzubereiten, oder auch, dass diese ständige Druck von Zwischenevaluation etwas abnehmen könnte. Der eine Krux des Forschers, dass er die ganze Zeit Forschungsanträge schreiben muss und gar nicht zum Forschen kommt. Aber darüber hinaus, das will ich einfach nochmal erwähnen, sind in dieser Kommission, was uns als Böll-Stiftung sehr freut, ein paar Fragen beantwortet, die uns auch umtreiben. Ich will nur eins rausgreifen: Wie gelingt es etwa, Spitzenforschung in die Universitäten zu integrieren? Wie schaffen wir einen Transfer zwischen den Universitäten und der Spitzenforschung? Vermutlich gibt es keine gute Spitzenlehre ohne einen engen Konnex zur Spitzenforschung. Das ist ein wichtiger Zusammenhang. Und auch da sind in dem Kommissionsbericht, ich bin sehr gespannt, wie die Diskussion gerade verlaufen wird, sehr interessante Vorschläge. Neben dem Vorsitzenden der Expertenkommission, Professor Imboden, freue ich mich sehr, Professor Rainer Forst hier bei uns zu haben. Ich hatte die Ehre, muss ich sagen, ein paar Jahre einem Exzellenzcluster mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Und mich freut es auch deshalb besonders, dass er hier in unserer Runde ist, weil es, Kolleginnen und Kollegen, nicht nur naturwissenschaftliche Spitzenforschung gibt, sondern auch geisteswissenschaftliche. Das sollten wir auf keinen Fall vergessen. Zumindest wenn wir der Meinung sind, dass Sozial- und Geisteswissenschaften eine ganz elementare Funktion haben in unserer Gesellschaft. Dann versteht sich das für die Böll-Stiftung von selbst, dass wir nicht einfach in unserem Biotop diskutieren, sondern plural und auch wirklich in einem breiteren Diskurs. Deswegen freue ich mich sehr, dass der wissenschaftspolitische Sprecher CDU-CSU-Fraktion Michael Kretschmer bei uns ist.
Und last but not least freuen wir uns außerordentlich, Theresia Bauer, die Wissenschaftsministerin von Baden-Württemberg, bei uns zu haben. Theresia Bauer ist, das so viel Eigenlob muss hier erlaubt sein, genau wie Mitarbeiter Stefan Erdner, der bei uns mal Bildungs- und Wissenschaftsreferent war, ein Gewächs der Böll-Stiftung. Lang ist es her, aber wir sind stolz, liebe Theresia, das weißt du, wie weit man es bringen kann, auch als Mitarbeiter der Böll-Stiftung. Und so viel Zeit muss jetzt auch noch sein. Theresia Bauer hat den Hattrick geschafft, nämlich sie wurde heute, zumindest wurde das heute bekannt gegeben vom Deutschen Hochschulverband, zum dritten Mal zur Wissenschaftsministerin des Jahres gewählt. Dafür gibt es einen Blumenstrauß. Und den Blumenstrauß gibt es natürlich von keinem Geringeren als unserem Cem Özdemir. Das ging schnell. Ich will Sebastian Galander nochmal stellvertretend für die Vodafone-Stiftung herzlich für die Kooperation danken. Das ist für uns eine sehr wertvolle Kooperation. Dann bin ich zu großem Dank verpflichtet dem Referat Bildung und Wissenschaft. Vorneweg Philipp Anthony, der die Diskussion auch gleich moderieren wird, David Handwerker und Celia Wiecher. Ich muss danken, will von Herzen danken dem Tagungsbüro. So eine Veranstaltung macht viel Arbeit davor, währenddessen und danach. Für die Zeitgenossen unter uns, die nicht digital Zugewanderte sind, sondern Digital Natives, gibt es einen Hashtag, nämlich Exin Römisch 3, also Exzellenzinitiative Römisch 3. Da kann man kommentieren und ich will bei der Gelegenheit auch all das Millionenpublikum vor den Bildschirmen begrüßen. Wir haben nämlich heute einen Livestream. Das heißt, wir sind eigentlich viel mehr in dieser Runde als physisch anwesend. Nach der Veranstaltung so um 20.30 Uhr gibt es noch was zu trinken und das ist ein wichtiger Teil sozusagen der After-Hour, dass die Gespräche dann weitergehen. Hier sind sehr viele Akteure der Frage, die uns heute Abend umtreibt. Und es wäre schade, wenn Sie die Gelegenheit nicht nutzen würden, um sich weiter zu vernetzen, sich auszutauschen und zu diskutieren. Ich wünsche Ihnen allen einen ertragreichen und interessanten Abend und darf Philipp Anthony das Wort übergeben und die Gäste aufs Podium bitten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch meinerseits. Ich würde sagen, wir legen gleich los und ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Ich werde mir einfach mal hier diesen Platz sichern. Wir haben keine Sitzordnung, denn die können Sie sich aussuchen. Ich habe zur Sicherheit, falls mal was nachzuschlagen wäre, das Werk von Herrn Imboden auch dabei. Also sollten wir hier den Faktencheck machen müssen, dann können wir das direkt live tun. Ansonsten möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass Sie alle heute hier in die Böll-Stiftung gefunden haben und für das Gespräch über die Frage, wie breit die Spitze und wie die Zukunft der Exzellenzinitiative aussehen könnte, ist mit mir und mit dem Publikum zusammen diskutieren wollen. Das wäre auch schon mein erster Hinweis, die Worte von Peter Siller aufgreifend. Wir werden sowohl die Kommentare, die im Stream fallen, als auch Aspekte, die auf Twitter vielleicht genannt werden, unter XIN3 kann man, wie gesagt, twittern, aufgreifen und am Ende hier in diese Runde einspeisen, sodass man, auch wenn man hier nicht vor Ort sein kann, mitdiskutieren kann. Ich möchte Ihnen kurz noch mal zwei, drei Worte mehr zu unseren Gesprächspartnerinnen und Partnern heute Abend sagen, als das bereits erfolgt ist. Ich fange mit Theresia Bauer an und beschränke mich auf ganz wenige Punkte, weil sie den vielen Personen hier ja auch bekannt ist, was sowieso für alle vier Gesprächspartner gilt. Sie war
von 1995 bis 2001 Geschäftsführerin der Heinrich-Böll-Stiftung in Baden-Württemberg. Das ist schon gesagt worden, ist dann 2011 Ministerin in Baden-Württemberg geworden. Und drei Punkte, die vielleicht in der Öffentlichkeit am meisten Beachtung gefunden haben, sind das Wiedereinführen einer verfassten Studierendenschaft, die Abschaffung von Studiengebühren und aber auch zum Aufatmen der Universitäten. Ich sehe auch zwei Rektoren aus Baden-Württemberg hier im Raum anwesend. Eine deutliche Erhöhung der Grundfinanzierung um 1,7 Milliarden über 6 Jahre. So viel ganz knapp zu Theresia Bauer. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Professor Dr. Rainer Forst ist heute aus Frankfurt zu uns gekommen. Er ist Professor politische Theorie und Philosophie und Sprecher eines Exzellenzclusters, nämlich den für die Herausbildung normativer Ordnungen. Er hat sozusagen eine Innenansicht zur Exzellenzinitiative und ich würde mich freuen, wenn wir davon einiges hören könnten. Er hat aber auch den Überblick in dem Sinne, dass er Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ist und dort in der AG sich mit der Exzellenzinitiative und ihren Wirkungen auf das Hochschulsystem befasst. Er hat 2012 den Leibniz-Preis bekommen, kennt sich also auch, kann in Bezug auf jegliche Form von Indikatorik ganz entspannt und ruhig auf seinem Stuhl sitzen, weil da, glaube ich, jetzt schon viel in trockenen Tüchern ist. Und wenn es hier auf dem Podium irgendwie eventuell etwas zu krawallig zugehen sollte, dann hat er zum Toleranz im Konflikt gearbeitet. 2003 ist eine Publikation dazu erschienen, also dann hätten wir sozusagen den Friedensrichter schon hier an unserer Seite. Herzlich willkommen. Neben mir Professor Dieter Imboden, wohl der bekannteste Schweizer gegenwärtig. Das hat immer so Konjunkturen und Wellen, das wird wahrscheinlich nicht so bleiben, aber ich glaube, Ihr Name, wenn man ihn googelt, da ist die Trefferquote in den letzten 14 Tagen sehr hoch und stark angestiegen. Er ist Professor, emeritierter Professor für Umweltphysik an der ETH Zürich und war lange Zeit Präsident des Forschungsrates des Schweizer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, ist also ein versierter Kenner der Materie, wie man Forschung gut aufstellt und gut fördert. Herzlichen Dank, dass Sie da sind und herzlichen Dank für Ihren Bericht, der, glaube ich, in Deutschland sehr viel Beachtung gefunden hat und sehr, sehr wohl aufgenommen wurde. Vielen Dank, herzlich willkommen. Last not least, wir haben das einfach mal alphabetisch gemacht, weil wir dachten, jede Ordnung ist unfair und jetzt nehmen wir halt die. Michael Kretschmer, Mitglied des Bundestages seit 2002 und stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für Bildung, Forschung, Kunst, Kultur und Medien. Von daher auch im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik Folgenabschätzung tätig und sitzt da und deswegen ein guter Kenner der Hochschullandschaft seit langen Jahren. Er ist außerdem, was den außeruniversitären Bereich angeht, auch besonders versiert, weil er im Senat der Helmholtz-Gemeinschaft sitzt und im Kuratorium des Max-Planck-Instituts. Herzlich willkommen. Herr Imboden, ich würde gerne mit Ihnen die Diskussion beginnen und wäre Ihnen dankbar. Ich denke, der Bericht selber ist hinreichend und vollständig rezipiert worden, aber wenn Sie uns noch mal einige zentrale Aspekte davon in Erinnerung rufen und viel wichtiger uns ein bisschen auch das mitteilen können, sozusagen eine kleine Innensicht, was sich an Diskussionen und Gesprächen in den letzten 14 Tagen als Reaktion ergeben hat, da wäre ich Ihnen dankbar. Ja, herzlichen Dank. Das sollte so gehen. Gut, wunderbar. Ich muss aber zuerst noch etwas ganz anderes loswerden. Sie wissen ja, wenn man älter wird, dann lebt man manchmal in einer verklärten Jugenderinnerung. Und es sind zwei Punkte, die mich heute jetzt sozusagen eben in diese Erinnerung gebracht haben. Erstens habe ich überall das Bild gesehen von Heinrich Böll. Ich ging in Basel ins Gymnasium und unser Französischlehrer, der uns eigentlich hätte Französisch beibringen sollen, war eigentlich ein Kenner der deutschen Literatur, war befreundet mit Böll. Und Böll erschien einmal im Jahr bei uns im Realgymnasium in der Klasse. Und wir haben mit ihm über dies und jenes diskutiert.
das war Walter Widmer, der Vater, Sohn von Walter Widmer, den kennen Sie vielleicht, das ist der Urs Widmer, das war ein Schriftsteller, der ist dann Schriftsteller geworden, der Vater war ein begnadeter Übersetzer. Und das andere, was mich hier immer auch bewegt, wenn ich in Berlin bin, ich habe vor 54 Jahren an der FU mein Studium begonnen in Mathematik und Physik. Bin jetzt immer wieder zurück nach Berlin gekommen, das freut mich. Aber jetzt zur Exzellenzinitiative. Ich werde ein bisschen, für diejenigen, die den Bericht vielleicht doch nicht gelesen haben, ein paar Punkte aufgreifen, die mir wichtig sind, aber die dann auch in die Diskussion führen und vor allem auch in die Diskussion und in die Meinungsbildungen, die wir in den letzten Tagen erlebt haben, einführen, vielleicht auch sehen kann, wo stehen wir jetzt mit unseren Ideen. Das ganz Entscheidende ist, dass diese Kommission, und bei dieser Gelegenheit möchte ich sagen, es ist eine Kommission gewesen und nicht nur der Imboden, obschon es die Imbodenkommission ist, es waren 10 Leute, 5 Frauen und 5 Männer aus allen Fachgebieten, aus verschiedenen Ländern, die hier zusammengearbeitet haben, aus meiner Sicht in einer fantastisch produktiven Art und Weise. Also die Kommission hat sich sehr schnell darüber geeinigt, dass die Exzellenzinitiative eine Zielsetzung hat, die man nicht verwässern soll. Wohlwissend, dass in unserer Suche, in unserer Analyse des deutschen Wissenschafts- und Forschungssystems und Universitätssystems, dass auch andere Stellen und andere Punkte einer gewissen Unterstützung bedürfen oder einer gewissen Korrektur oder irgendeiner Problemlösung. Zum Beispiel die Förderung von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wirklich ein ganz wichtiges Problem. Aber wir haben gesagt, wenn man ein Instrument verwässert und zugleich die Spitze und die Breite und noch das und noch jenes unter einen Hut bringen will, dann erreicht man gar kein Ziel. Und deswegen ist das ganz klar, trotz aller Anliegen, die Diskussion ging in diese Richtung, wir wollen weiterhin dieses Ziel, das sich die Exzellenzinitiative selbst gegeben hat, als das Ziel nehmen und uns fragen, welche Dinge in diesem Instrumentarium für dieses Ziel gut waren und wo man vielleicht auch eine Verbesserung bringen könnte. Wir haben bei dieser Gelegenheit auch festgestellt, dass neben den verschiedenen, wir nennen es Baustellen im deutschen Universitäts- und Forschungssystem, 2 Baustellen entscheidend sind für die Erreichung von Spitzenforschung an den Universitäten. 2 Baustellen, die zusammenhängen. Das eine ist die Frage der universitären Governance und das andere ist der Differenzierungsprozess. Die beiden hängen zusammen, weil Differenzierung, und ich meine jetzt speziell horizontale Differenzierung, also dass Universitäten in gewissen Fachgebieten, vielleicht zusammen auch mit anderen Universitäten, an die Spitze, an die Weltspitze vorstoßen und dafür vielleicht andere Teile der Forschung, die ist ja riesig geworden, die Forschung, ein bisschen zurückstecken. Diese Differenzierung, horizontale Differenzierung, ist Voraussetzung für jede exzellente Universität, auch für Stanford und für Harvard und für, wie sie alle heißen. Diese Differenzierung ist entscheidend. Auf der anderen Seite ist Differenzierung nur dann möglich, wenn es eine starke Governance gibt. Weil das Bild all dieser Professoren und Professorinnen, aber in alter Zeit waren es eben nur Professoren, die da vor sich hin forschen und nach dem Motto, uns ist gleich, wer dort oben Rektor ist, wir sind die wichtigen Wissensproduzenten, dieses Bild funktioniert in vielen nicht mehr. Natürlich muss ein starker, guter Präsident oder Rektor wohl wissen, dass die Basis das Wissen produziert, aber er muss auf der anderen Seite auch immer wieder zusammen mit seinem Team und im Austausch mit seinen Primärproduzenten die wichtigen Entscheidungen treffen. Und wir kommen eigentlich dazu, dass dieser Prozess einerseits der Differenzierung und andererseits der Stärkung der Governance trotz der ersten 6 oder 8 Jahre Exzellenzinitiative noch in den Anfängen steckt. Und deswegen habe ich auch damals vor 2 Wochen, als wir den Bericht das erste Mal vorgestellt haben, an der Pressekonferenz gesagt, der Weg ist das Ziel, aber das Ziel ist noch ein Stück entfernt. Das ist keine Kritik an den deutschen Hochschulen, sondern das hängt damit zusammen, dass unter den Randbedingungen, wie die deutschen Universitäten arbeiten
Und in Anbetracht dessen, was es braucht bezüglich einem Wandel im Stil der Wissensproduktion, dass in Anbetracht dieser Randbedingungen man nicht erwarten kann, dass die Welt nach 8 Jahren vollkommen anders aussieht als am Anfang der Exzellenzinitiative. Wir haben deswegen aufgrund dieser Analyse, und jetzt komme ich auf unsere Vorschläge, diese zwei Punkte in den Vordergrund genommen, die Differenzierung und die Governance. Und wir haben gesagt, die Exzellenzinitiative muss dazu führen, dass die Governance der Universitäten nicht geschwächt wird, sondern dass sie gestärkt wird in Zukunft. Warum sage ich nicht geschwächt? Weil natürlich, wenn man mit gewissen Instrumenten, beispielsweise den Exzellenzclustern, starke Gruppierungen an Universitäten bildet, welche in ihrer Forschung mit viel Forschungsgeld sich quasi ihr Imperium aufbauen können, dass das unter Umständen dem Forschungsgebiet nützt, aber nicht der Corporate Identity oder dem Zusammenhang der Universität. Und wir haben deswegen gesagt, und damit komme ich auf das erste Instrument, das wir in Übernahme von der ersten Exzellenzinitiative auch vorschlagen, weiterzuführen. Wenn man also weiterhin Exzellenzcluster haben will, dass diese Exzellenzcluster nicht zu zentrifugalen Kräften führen sollen in dem Gefüge eines Universitätspräsidenten oder eines Universitätsrektors. Und wir haben deswegen gesagt, diese Exzellenzclusters, die ganz enorm wertvoll waren, sollen in Zukunft verbunden werden mit einer zusätzlichen Prämie, wir nennen sie Universitätsprämie, die an den Rektor oder an den an die Präsidentin geht, welche benutzt werden kann für die weitere Unterstützung des Clusters oder für die Stärkung der Governance, aber welche quasi auch signalisieren, der Exzellenzcluster ist zwar für sich ein Leuchtturm an dieser Universität, aber dieser Leuchtturm findet statt an einer Universität, die als Ganzes beurteilt werden soll und die auch als Ganzes funktionieren soll. Das ist bei unserem ersten Vorschlag, wir sind auch dort, speziell haben wir auch empfohlen, keine einschränkenden Bedingungen zu machen. Bei den Exzellenzclustern in der Vergangenheit hat man zu stark auch auf die regionalen Verbünde gepocht. Wir haben gesagt, regionale Verbünde können gut sein, aber es geht in erster Linie um die Zusammenarbeit und um den Mehrwert, der durch die Zusammenarbeit in der Forschung geschaffen werden muss. Und es kann sein, dass diese Zusammenarbeit quer durchs Land besser funktioniert, aus fachlichen Gründen, als mit dem Nachbar, der zufälligerweise gerade 2 Straßen weiter angesiedelt ist. Das heißt nicht, dass es nicht regionale Verbünde geben kann und soll, aber es soll nicht einschränkend sein. Eine weitere Einschränkung, die gefährlich sein kann, ist, dass man die Exzellenzcluster, wie das in der Vergangenheit auch ein bisschen tendiert war, eigentlich nur für jene Forschungsgebiete ideal waren, welche gewohnt sind, viel Geld auszugeben. Aber es gibt auch die Sozialwissenschaften und die Geisteswissenschaften, und die waren uns ganz besonders immer auch am Herzen. Die müssen vielleicht nicht so viel Geld in die Hände nehmen und trotzdem einen wertvollen Cluster bilden. Und deswegen haben wir gesagt, auch bezüglich der Größe eines solchen Clusters, bezüglich der Finanzmittel, die man in einen solchen Cluster hineinsteckt, soll man eine gewisse Flexibilität zeigen. Das zum Ersten. Der zweite Punkt, und das ist gleichzeitig ist dieses erste Instrument, das nicht ein neues Instrument ist, höchstens ein umgestaltetes, soll dafür sorgen, dass die Governance einer Universität von unten gestärkt wird. Und das zweite, das dazugehört, ist die Governance-Stärkung von oben. Dass nämlich die Universität etwas in die Hände bekommt, um langfristig planen zu können, um eine gewisse Manövriermasse zu haben in dieser Planung. Und das waren bis jetzt die Zukunftskonzepte. Und die hatten ihre Berechtigung. Damals in der Aufbruchstimmung, dass man sagt, Universitäten, reißt euch mal zusammen, diskutiert mal mit euren Leuten, was wollt ihr in der Zukunft an dieser Universität erreichen. Wir sind aber der Meinung, dass man aus diesem Antragsmodus herauskommen sollte und sagen sollte in Zukunft, wir sollten viel mehr auf, wie das jetzt genannt worden ist, gestern Confirmed Merits umsteigen und sagen, es gibt Universitäten, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie exzellente Forschung und in ihren
Reihen haben und aufbauen und unterstützen können. Und die Past Merits sollte die Maßgabe sein für die Vergabe eines zweiten Preises oder einer zweiten Förderlinie, den wir Exzellenz, jetzt muss ich wieder überlegen, Exzellenzpreis, das war Exzellenzprämie genannt haben. Genau. Sie sehen, die Begriffe kommen schon durcheinander. Das hat am meisten Diskussionen Anlass gegeben. Jetzt komme ich auch darauf, wo die Diskussion heute steht. Ein dritter Punkt muss ich noch sagen. Ja, wir haben vorgeschlagen, um Himmels Willen, lasst euch mehr Zeit, um die nächste Phase zu planen. Nicht nur für die Planer mehr Zeit, die jetzt alles beschließen müssen und dann ausschreiben müssen und dann evaluieren müssen, aber auch für die Universitäten. Weil für eine Universität oder für ein Cluster ist es nicht günstig, wenn man am 30. September die Mitteilung bekommt, du kannst jetzt mit deiner Forschung vom 1. Oktober anfangen und darfst zukünftig 3 Millionen pro Jahr ausgeben und dann geht man auf die Suche und muss irgendwelche Leute anstellen und so weiter und vielleicht nicht gerade die Besten. Auch die Universitäten brauchen Zeit. Und deswegen war unser Vorschlag, lass die alte Exzellenzinitiative noch ein bisschen weiterlaufen und bereitet die neue Exzellenzinitiative mit all diesen Elementen, die nötig sind, mit der Ausschreibung, mit der Definition des Preises gut vor. Das ist der Rahmen und da möchte ich noch 2 Punkte speziell erwähnen. Der erste Punkt ist, die Tendenz ist da und auch in der Politik spielt er eine Rolle, aber auch in den Universitäten, zu sagen, jetzt haben wir doch wunderbare Clusters, jetzt sollte man doch die verstetigen mit dem Geld der Exzellenzinitiative. Und da ist die Kommission ganz klar der Meinung, nichts Schlimmeres als das. Die Exzellenzinitiative und das Geld dafür soll verstetigt sein, aber die einzelnen Nutznießer dieser Initiative sollen immer wieder wechseln. Sie sollen immer wieder für ein paar Jahre Geld bekommen, quasi als Innovationsmaschine. Und dann muss sich entweder die Universität oder das Land oder neuerdings auch der Bund überlegen, wie das verstetigt werden kann. Das Idealbild wäre also zu sagen, wir haben einen Exzellenz-Innovationsmotor, wo immer wieder Manövriermasse entsteht, wo man etwas Neues ausprobieren kann, auch risikobehaftete Dinge, Dinge, die sich dann bewähren können, falls das sinnvoll ist, in etwas Permanenteres übergeführt werden. Aber das darf diesen Pool nicht belasten, sonst wird die Exzellenzinitiative genau wie jedes Universitätsbudget am ersten Tag des Jahres schon quasi verplant sein und der Spielraum geht weg. Das ist der wichtige Punkt. Jetzt habe ich noch einen letzten Punkt, wenn ich das noch darf. Wir haben auch gesagt, die Exzellenzinitiative ist ja nur die Spitze des Eisbergs in einer dynamischen Entwicklung des Hochschulsystems und des Forschungssystems. Und es könnte auch sein, wenn man sich jetzt Zeit nimmt, dass beim Ablauf der nächsten Exzellenzinitiative oder schon während der nächsten Exzellenzinitiative man sich Gedanken macht, wie man andere Dinge, die da parallel laufen, wie Pakt der Forschung, wie Unterstützung des Nachwuchses etc., übergeführt werden könnten in ein neues Gesamtkonzept, wo die Rollen zwischen Länder und Bund besser verteilt sind und wo man eigentlich diese unschöne Spaltung zwischen Lehre und Forschung und außeruniversitär und inneruniversitär aufgeben könnte, um ein Gesamtkonzept zu schmieden. Jetzt habe ich viel zu lange gesprochen, aber ich bin am Ende. Ich glaube, so eine gewisse Grundsteinlegung war auch ohnehin wichtig für die Diskussion. Deswegen möchte ich Ihnen dafür sehr herzlich danken. Frau Bauer, mit Ihnen möchte ich weitermachen, weil ein Element, was die Kommission empfohlen hat, ja gar nicht so unähnlich ist zu dem Vorschlag, den Sie in der Vergangenheit unterbreitet haben. Ich will das mit der Anmoderation jetzt nicht auf diese Frage verengen, zumal ja Herr Imboden gerade den Blick auch sehr weit geöffnet hat, sozusagen, wie sich die Exzellenzinitiative zu anderen Pakten verhält. Aber lassen Sie uns doch wissen, wie Sie die Empfehlungen aufgefasst haben und wie Sie sie bewerten. Ja, also ich bin der Imboden-Kommission wirklich dankbar dafür, dass ich finde, es eine sehr prägnante, klare Rückmeldung gegeben hat mit einem, finde ich, sehr konstruktiven, wohlwollenden Blick auf das, was entstanden ist, aber gleichermaßen auch kritische Rückmeldungen gekommen sind dazu, in welche Richtung wir weiterdenken sollten. Also ich finde, aus dem Papier kann man wirklich hilfreiche
Hinweise entnehmen. Man kriegt ansonsten immer mal wieder irgendwie mehr Nebelkerzen geliefert, als in diesem prägnanten Papier zu stehen ist. Und ich finde, dass es wirklich eine hilfreiche Hinweise gibt. Erstens dafür, dass der Weg, der beschritten ist, ein richtiger ist. Eine Motivation, nach den jetzt fast 10 Jahren, sind noch nicht ganz um, diesen Weg weiter zu beschreiten, aber in Verbindung mit der Ansage, mal nicht überheblich zu werden, denn wir reden da über finanzielle Summen, die sind jetzt nicht so, um im internationalen Vergleich sozusagen die Welt aus den Angeln zu heben. Also wir reden, Sie haben das ja selber in einem Bericht auch schön beschrieben, ich glaube über 4% ja, der Ausgaben für Forschung, die über die Exzellenzinitiative zusätzlich ins System kommen. Damit kann man ein wenig Impulse setzen und steuern, aber mehr auch nicht. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es eine ganz klare und deutliche Rückmeldung gibt, weitermachen, dranbleiben, dieses Instrument erhalten, aber auch wissen, dass man mit 4% Steuerungsmasse eben Impulse setzen kann für eine weitere Differenzierung. Aber wir in der Tat, also wir können mit den Ressourcen, die wir da in der differenzierten deutschen Wissenschafts- und Hochschullandschaft verteilen, eben nur Strategien begleiten und brauchen einen langen Atem, damit sich darauf aufbauend Dinge verändern können. Also die Rückmeldung, sind Sie mal auch ein Stück weit bescheiden und versuchen Sie mal das zu sortieren im internationalen Vergleich. Die Strategie kann nur dann Früchte tragen, wenn wir dabei bleiben. Und wenn wir diese Ressourcen auch erhalten für den Impuls, weiterhin Spitzenforschung in den Universitäten zu motivieren und nicht mit diesem kleinen Instrument zu versuchen, alle hochschulpolitischen Probleme, die wir haben, lösen zu wollen. Für diesen Hinweis bin ich schon mal sehr dankbar. Ich bin zweitens sehr dankbar dafür, dass Sie durchaus auch kritisch rückmelden, welchen Handlungsbedarf es noch gibt. Also in Sachen Governance hat sich etwas getan, aber muss ich eigentlich noch viel mehr tun. In Sachen Graduiertenschulen die klare Rückmeldung, das Instrument ist etabliert. Man kann das jetzt auch mal als Gesetz ansehen und sich konzentrieren auf die 2 Förderlinien, die Sie vorgeschlagen haben. Exzellenzcluster, ich glaube, inzwischen kann man erkennen, dass auch bundesweit, auch in den Debatten zwischen Bund und Ländern, an dem Punkt weitgehend Konsens herrscht. Wir wollen rund um die Säule Exzellenzcluster die Linie der Exzellenzinitiative weiterdenken. Das wird eine starke Säule sein. Wir werden uns da hoffentlich darauf verständigen können. Ganz ähnlich wie von der Imboden-Kommission vorgeschlagen, differenzierter diese Exzellenzcluster zur Grundlage zu machen, vielleicht auch mit einer größeren finanziellen Masse auszustatten, sodass man damit agieren kann. Dann aber, auch dafür bin ich sehr dankbar, finde ich der Vorschlag über die Prämien, und zwar als doppeltes Prämienmodell, wie Sie das vorgeschlagen haben, ein sehr schlankes, ein sehr präzises Instrument hinzuzunehmen, das die Strategiefähigkeit von Universitäten unterstützt. Also sowohl eine Universitätspauschale oder Prämie in Abhängigkeit von eingeworbenen Exzellenzclustern, als auch eine Prämie für die herauskristallisierte Spitzengruppe, wie groß auch immer sie sein mag, die darüber über die nachgewiesene sozusagen Exzellenz und die nachgewiesene Forschungsstärke nochmal einen neuen Spielraum bekommt, sich strategisch weiterzuentwickeln. Dieser Impuls ist außerordentlich wichtig. Er ist ja auch, gerade weil er so schlank und so einfach ist, auch der Gegenstand der Debatte zurzeit. Und ich finde ihn so charmant, nicht nur weil er einfach ist und uns viele Gutachterritis und Antragstellerei und viel Politik, die im Hintergrund bei der Begutachtung von solchen Dingen dann abspielt, uns das einfach erspart. Ich finde den Gedanken auch deshalb so wichtig und bestechend, weil wir, wenn wir über Wissenschaft reden und über Forschung, immer auch über Freiheit reden und darüber, dass unsere Wissenschaft sich nur dann gut entwickeln kann, wenn wir gesellschaftlich und auch politisch Freiheitsgrade verleihen. Vertrauen in diese Institutionen geben, selber zu entscheiden, wo sie Stärken ausbringen wollen, wo sie neue Strategien aufsetzen wollen, mit wem sie strategisch kooperieren wollen. Keiner kann das besser als die Institutionen selber, die man unterstützen muss, diese Freiheit auch nutzen zu können. Dafür braucht man ein paar Ressourcen, dafür braucht man aber vor allem das Vertrauen und auch ein Stück Zeit, solche Strategien aufzusetzen. Deswegen finde ich die Prämienidee so charmant, weil sie wirklich, ich glaube, das beste Instrument ist, um Freiheitsgrade, Freiräume in den Bereich zu verlangen, den wir aus gutem Grund in der Verfassung mit
mit Freiheitsrechten belegt haben. Also, dass Lehre und Forschung frei ist, steht im Grundgesetz, steht in unseren Landesverfassungen und aus gutem Grund. Und deswegen finde ich, ist es eine Wiederbelebung, Erneuerung dieses Gedankens, dass ohne den Freiraum, den wir auch politisch gewähren müssen, wir eben eine entsprechende Exzellenz gar nicht bekommen können. Ich weiß, dass in der Politik viel jetzt darüber diskutiert wird, wenn man solche Prämien Indikator gestützt oder an welchen Kriterien auch immer, ob Politik sich dann irgendwie zurückzieht und sich überflüssig macht. Solche Diskussionen gibt es ja. Und ich möchte dem dezidiert widersprechen. Ich glaube, dass Politik, die Minister, Ministerpräsidenten, die das am Ende auch zu entscheiden haben, auch die Bundesebene, mit der wir uns ja verständigen müssen, Mut beweisen muss, sich so zurückzunehmen und zu sagen, wir beschränken uns darauf, die richtigen Leitplanken und den richtigen Ordnungsrahmen aufzusetzen. Und wir gehen als politische Entscheidungsträger nicht in die Details hinein, nicht in die Detailsteuerung, nicht in die Detailvorgaben, was wir haben wollen, sondern wir setzen einen ordentlichen Rahmen auf, innerhalb dessen man auch wettbewerblich dann und wissenschaftsgeleitet agieren kann. Diese Zurückhaltung der Politik ist nicht feige, sondern das Gegenteil davon, sie erfordert einen enormen Mut. Und ich glaube, das war auch bei der ersten Exzellenzinitiative übrigens ein großes Pfund. Es war ein Stück Konsens zwischen Bund und Ländern, sich ein Stück weit rauszunehmen, nicht alle, aber viele Entscheidungen in die wissenschaftliche Community zu geben, das ganze Verfahren auch aus den politischen Rhythmen von Wahlkämpfen und Wiederwahlen rauszunehmen. Und auch dieses Signal werden wir jetzt brauchen. Längere Zeithorizonte, die politischen Entscheider unabhängig machen davon, dass man übermorgen, so wie ich jetzt, in 3 Wochen vor den Bürgerinnen, die Bürger treten muss und um ein neues Mandat bitten muss, wiedergewählt zu werden. Wir müssen die politischen Prozesse und auch die Ressourcenvergabe und die Spielräume ein Stück weit davon entkoppeln, damit sich die Dinge gut entwickeln können. Und ich bitte, werbe auch bei Bund und bei meinen Kollegen der Länder sehr darum, dass wir der Wissenschaft diese Freiheitsgrade gewähren. Die Prämienidee ist meines Erachtens eine sehr gute, um genau dieses Signal zu senden. Vielen Dank, Theresia Bauer, für diese Einschätzung. Sie haben zuletzt sowohl ein flammendes Plädoyer für die Freiheit gehalten, aber auch zuvor angesprochen, dass es ja eine Einigung zwischen Bund und Ländern und zwischen den Ländern und dem Bund geben muss. Herr Kretschmer, deswegen meine Frage an Sie, was waren aus dem Inbodenbericht die Elemente, die Sie sozusagen als wichtigsten für den politischen Prozess wahrgenommen haben und die Sie da nochmal hervorheben wollen? Also ich bin dankbar dafür, dass es gelungen ist, eine Kommission aufzusetzen, die von außen einen ganz klaren und auch harten Blick auf das getan hat, was wir gemeinsam Bund und Länder angeschoben hat. Und das ist an manchen Stellen dann auch ein bisschen unbequem, weil dann auch Aussagen kommen, wie beispielsweise mit dem akademischen Nachwuchs. Das ist nicht das Instrument dafür gewesen, aber ihr wisst, ihr habt da ein Problem, kümmert euch darum, nicht mit der Exzellenzinitiative, aber kümmert euch um dieses Thema. Oder auch die Aussage, wie sie ihre Stellvertreterin gestern gesagt hat, ja gut, wenn Sie jetzt hier 450 Millionen Euro in die Hand nehmen für eine Exzellenzinitiative, dann ist das natürlich schon mal viel Geld, aber es ist Ihnen klar, Sie reden über einen kleinen Tropfen im Gesamtsystem. Und da brauchen Sie sich jetzt auch gar nicht verstecken, aber Sie brauchen sich auch nicht groß aufblasen wegen diesem kleinen Tropfen. Das ist erstmal etwas zum Schlucken, aber es ist natürlich ein ganz realistischer Blick, auch wenn man es ins Verhältnis setzt, mit der ETH, mit Oxford, mit Stanford, da muss man sagen, komm, die Brötchen sind andere, als sie an diesen Exzellenz- oder Elite-Hochschulen gebacken werden. Was ich finde, was Sie gerade auch wunderbar nochmal dargestellt haben, ist ein Bild der Hochschullandschaft differenziert, starke Governance-Struktur der Hochschulleitung, ein Wettbewerb, auch Dynamik, es sollen Hochschulen, es sollen Exzellenzcluster einsteigen können, auch wieder aussteigen können. Es muss Bewegung in dem gesamten System sein und Wettbewerb. Es muss ein internationales System sein. Das ist das, was mir gefällt. Und dann ist es gar nicht mehr so entscheidend, ob das Instrument am Ende diese Doppelprämie ist. Sie haben etwas beschrieben und etwas deutlich gemacht, was aus meiner Sicht vollkommen zutreffend ist. Es muss allein um eine Spitzenforschung gehen.
nicht Randthemen rechts und links. Und sie müssen die Möglichkeit haben, dass diese Hochschulen das auch durchsetzen können. Und deswegen ist jetzt die Diskussion mit den Länderministern eine ganz spannende Zeit. Weil natürlich ist es so, dass es Jahre gab, wo ganz klar war, wir wollen diese Hochschulen, wir wollen die Stärkung der Governance-Strukturen, wir wollen die Stärkung der Präsidien und der Rektorate. Aber wir sehen in Deutschland, dass es auch einen Rollback gibt. Und Menschen, die Bleistifte so anspitzen wie den da in der Mitte und versuchen wollen, damit zu schreiben, die gibt es halt in Deutschland wirklich. Und die Zeitungen sind voll davon in Nordrhein-Westfalen und an anderen Stellen, wo Hochschulfreiheit wieder eingeschränkt wird. Das passt nicht ganz zu dem Bild, was Sie sich vorstellen, was gut für das deutsche Hochschulsystem und die deutschen Universitäten wäre. Und deswegen wird das eine spannende Diskussion. Ich kann mich dem sehr gut anschließen. Die Exzellenzcluster haben sich auch aus unserer Sicht bewährt. Wir sind froh darüber, dass sie so ein positives Bild haben. Die Frage, ob man sie auch kleiner einsteigen lässt, 1 Million bis 10 Millionen pro Cluster, das ist ein sehr überlegenswerter Punkt, weil natürlich es darum gehen muss, die Sozialwissenschaften, die Geisteswissenschaften auch stark im Blick zu haben. Und dann geht es um die Frage, wie gehe ich am Ende, das ist ja der Kern, wie gehe ich damit um, dass diese Hochschule insgesamt diese Strategiefähigkeit hat. Das muss man sich überlegen. Dazu haben Sie einen sehr konkreten Vorschlag gemacht, über den es sich lohnt, sehr genau Gedanken zu machen. Und das wird jetzt, denke ich, auch passieren. Ich finde, dieses Kommissionsergebnis ist eine wunderbare Ausgangsbasis für die Diskussion, die wir jetzt allerdings auch mit der gebotenen Gründlichkeit, aber auch zügig zum Ergebnis führen sollen, weil ich sehe schon, dass jetzt das Momentum da ist. Alle stehen unter Druck, die Länder fühlen sich in der Pflicht, die Ministerpräsidenten fühlen sich in der Pflicht und deswegen sollten wir sie auch da in die Verantwortung nehmen und bis zum Sommer zu einem Ergebnis kommen, mit dem man dann in die Wissenschaft gehen kann und sagen, so stellen wir uns das vor, so wollen wir den Wettbewerb aufsetzen, jetzt geht's los. Gut, diese Diskussion soll ja auch gerade ein Baustein dazu sein, eben zu diskutieren, bevor alle Pflöcke, verzeihen dieses Wortspiel, im Boden sind. Herr Forst, Herr Imboden hatte gerade eben gesagt, dass es Cluster gibt, die vielleicht gewohnt sind, so viel Geld auszugeben und andere, die das nicht sind. Und deswegen hat er gesagt, sein Vorschlag wäre ein etwas flexibilisierter Cluster. Wenn Sie das sozusagen mit Ihrer Einschätzung des Imboden-Berichts aus der Perspektive der Universität Frankfurt verbinden würden, wäre ich Ihnen dankbar. Ja, mache ich gerne. Zunächst mal vielen Dank für die Einladung hier. Bin hier gerne in dieser wunderbaren Runde dabei und gebe so einen kleinen Bericht aus der Ebene oder vom Leuchtturm. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt für ein Bild wählen soll. Also das mit den flexibleren Finanzierungen für Cluster finde ich sehr gut. Wir brauchen in den Geist- und Sozialwissenschaften natürlich mehr Geld als in den Naturwissenschaften, weil wir einfach viel mehr Ideen haben, was wir damit machen. Die Möglichkeiten, die diese Mittel einzelnen Orten und einzelnen Forschungsschwerpunkten an die Hand geben, sind sehr gut. Es ist einerseits richtig, aus der Vogelperspektive darauf hinzuweisen, dass wir nur in Bezug auf das Gesamtvolumen, das, was in Forschung und Entwicklung ausgegeben wird, über 4-5% reden. Aber dort, wo Cluster gefördert werden, kann man einiges tun, was im Normalmodus der Universität niemals möglich gewesen wäre. Und ich bin sehr froh darüber, dass die Imboden-Kommission die Produktivkraft in der Exzellenzinitiative in diesen verschiedenen Förderlinien dort auch lokalisiert hat. Wir haben hier etwas erlebt, was wir wirklich wertschätzen müssen und was wir sehen müssen, dass hier Forschungszentren, Forschungsinstitute in Universitäten entstanden sind, die mit MPIs und anderen außeruniversitären Instituten nicht nur mithalten können, sondern manchmal die Publikationsergebnisse zeigen, es sogar besser sind. Als Institute in Universitäten. Und das ist ein unschätzbarer Vorteil, weil hier etwas ermöglicht wurde an Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Universitäten, interdisziplinär in der Regel, die normalerweise nebeneinander herforschen und sich hier und da mal verbünden, aber durch die Initiative so eines Clusters
zusammenarbeiten und dann auch mit außeruniversitären Instituten, mit MPIs, Leibniz-Instituten und so weiter zusammenarbeiten. Dadurch entstehen Kraftzentren, dynamische Zentren in Universitäten, die ausstrahlen, die Leute heranziehen, die für die Ausbildung junger Leute Möglichkeiten eröffnen, die es bis dahin nicht gab. Wir konnten zum Beispiel in Frankfurt 10 neue Professuren erfinden mit den Mitteln. Und Professuren erfinden ist ein Luxus, der im Professorenleben vielleicht, wenn es hochkommt, einmal der Fall sein dürfte, weil irgendwelche Mittel umgewidmet wurden. Wenn du 10 neue Professuren an der Schnittstelle von Disziplinen, sozusagen was man Cutting Edge nennt, erfinden kannst, ausschreiben und jeweils mit den Erstplatzierten besetzen kannst, kriegst du eine Dynamik in eine Universität, die ganz enorm ist, mal jetzt von dem ganzen Antrags- und Gremienaufwand zu schweigen, aber wir wollen es ja heute hier nicht beschweren. Peter Siller hat schon darauf hingewiesen, wie das manchmal aussieht. An der Stelle würde ich auch ganz gern ein paar schiefe Bilder korrigieren. Manchmal wird gesagt, diese Investition in Spitzenforschung hat kaum Effekte für die Lehre. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Das ist nicht nur in den Geistes- und Sozialwissenschaften so, sondern auch in den Naturwissenschaften, dass wenn du so viele interessante neue Leute an einem Ort zusammenbringst, wird selbstverständlich die Qualität der Lehre vom grundständigen Bachelorstudium bis zur Doktorandenausbildung besser werden, weil die Leute in der Lehre aktiv sind. Ich bin auch nicht ganz glücklich damit, dass man sagt, die Frage des wissenschaftlichen Nachwuchses ist hier eher marginal betroffen, und im Imboden-Bericht, über den ich sonst nur Gutes sage, gibt es so ein paar Bemerkungen, dass die vielen Postdoc-Stellen im Rahmen der Initiative eigentlich eher dazu geführt haben, dass die Karriereverläufe länger werden. Das ist zum Teil einerseits richtig, und ich werde gleich noch was zu Tenure-Track-Problematiken sagen, aber andererseits ist, wenn man solche Zentren geschaffen hat an Universitäten, das, was die Postdocs dort an Ausbildungsmöglichkeiten vorfinden, so viel besser als das, was sie ohne diese Mittel und ohne diese Manpower neuer Professuren und so weiter vorgefunden hätten, dass meine Erfahrung ist, dass diese Postdocs auf dem internationalen Markt sehr gute Chancen haben. Das heißt also, man muss, wenn man schon die Internationalisierung der Cluster in Rechnung stellt, muss man auch die Internationalisierung der Ausbildung der Postdocs in Rechnung stellen. Und ich glaube, wenn man das erfragt, wo die Leute hingehen, die an den Clustern eine Reihe von Jahren geforscht haben, sieht man, dass das nicht sozusagen alles Leute sind, die im deutschen Arbeitsmarkt keine Chance haben. Also da würde ich das Bild ganz gerne etwas korrigieren. Ich würde insgesamt sagen, dass wir mit dieser Initiative nicht alle Probleme der deutschen Universität lösen können. Die Governance-Fragen, die Sie aufgeworfen haben, bestehen. Allerdings auch hier, lieber Herr Imboden, eine kleine Fußnote. Einerseits wünscht sich die Kommission Governance von Seiten von Universitäten, die zugunsten der erfolgreichen Forschungsschwerpunkte Gelder und Mittel umschichten. Andererseits beschwert sie sich darüber, dass die Cluster insuläre, manchmal sozusagen abgeschiedene Forschungsbereiche bilden. Ich kann Ihnen sagen, wo das dann ganz besonders vorkommt. In Frankfurt glaube ich, dass es nicht der Fall ist. Aber dort, wo Universitäten ein Präsident, eine Präsidentin so viel Governance an den Tag legt, dass sie in erheblichem Maße Mittel umschichtet, die einen Cluster bevorzugen, dann haben die Leute in dem Cluster im Normalmodus des universitären Lebens mit einigen Vorurteilen und einigen Problemen zu kämpfen. Und dann kommen insuläre Phänomene zustande. Also da ist ein kleiner Widerspruch in der Analyse. Richtig ist, dass diese Cluster eine erhebliche Auswirkung auf das Profil der Universitäten haben. Ich sehe sie gar nicht als insuläre oder abgetrennte Einheiten. Die Leute sind in der Lehre aktiv. Es gibt in manchen Clustern mag es reine Forschungsprofessuren geben, die nicht lehren, aber das halte ich eher für die Ausnahme. Wir jedenfalls haben das vermieden. Ich höre jetzt auf und sage noch was zum Nachwuchs. Ein Problem, an dem wir natürlich alle laborieren, ist das Fehlen von Tenure-Track-Stellen für
hervorragend ausgebildete Postdocs, die in einem entsprechenden Alter sind, wo sie dann, bis sie 40 sind, über mehr oder weniger gute Verträge eine Ausbildung durchlaufen. Wir müssen an der Stelle laborieren. Und wenn jemandem in Bezug auf die Fortführung der dritten Förderlinie, ob es jetzt über Prämien geht oder einen Wettbewerb, auf jeden Fall würde ich jede Prämie und jeden Zuschlag der Universität geben, die in Bezug auf Tenure-Track-Innovation etwas vorzuweisen hat in der Vergangenheit und für die Zukunft eine pfiffige Idee. Ich weiß, dass es ein Tenure-Track-Modell, eine Förderung mit Bundesmitteln geben wird. Aber ich denke, man kann durchaus hier noch strukturell innovativ sein und die Universitäten noch stärker, wenn sie Mittel aus der dritten Förderlinie, also Prämie oder Wettbewerb haben wollen, hierauf verpflichten, bei Tenure Track mehr zu tun. Das ist ein strukturelles Defizit. Ich sagte eben, unsere jungen Leute gehen erfolgreich ins Ausland. Also, es gibt aber auch einen Grund, weshalb sie ins Ausland gehen, weil sie in England, in den Niederlanden, in Skandinavien, in den USA im Alter von Anfang 30, um die 30 mit einer erfolgreichen Promotion eine Tenure Track Stelle bekommen und bei uns nicht. Vielen Dank, Rainer Forst. Ich würde von der Frage der Verstetigung sozusagen, die ja dann auch starke Hochschulleitungen erfordert, so habe ich es jedenfalls verstanden, kurz nochmal wegkommen und einen Kontrast aufmachen, den ich mal Zukunft versus Vergangenheit nennen will. Wenn man das vielleicht etwas zuspitzt, dann war die erste Phase der Exzellenzinitiative oder die ersten beiden waren ja sehr stark konzeptionell geprägt, in dem Sinne, dass man eben einen Entwurf für die Zukunft aufgeschrieben hat und damit in den Wettbewerb ging. Ihr Entwurf, Herr Imboden, ist jetzt sehr stark sozusagen auf Past Merit, Sie haben das erwähnt, ausgerichtet, eben auf erbrachte, nachweisbare Leistungen fokussiert. Das hat den Vorteil, dass man sozusagen ein bisschen der Antragstelleritis entgeht, aber es hat sicherlich auch Nachteile. Also Sie hatten auch gesagt, man hat auf diese Weise eben nicht Schaufenstereffekte, sondern man hat wirklich sozusagen, kann bei der Beurteilung, wie gut etwas funktioniert, eben auf den Standort selber gucken, hat ein bisschen härtere Fakten und nicht sozusagen den Wechsel auf die Zukunft. Ich würde mal gerne in die Runde fragen, was denn aus Ihrer Sicht eine gute Balance zwischen Zukunft und Vergangenheit in Bezug auf die Exzellenzinitiative ist. Also ist das irgendwie, welches wäre es da das gute Verhältnis? Ist im Boden, wäre das das gute Verhältnis oder wäre es etwas, was stärker auch sozusagen in der Mitte zwischen der alten Exzellenzinitiative liegt? Ich glaube, da ist auch ein entscheidender Punkt. Frau Bauer, Herr Imboden. Also erstens mal ist natürlich unser Modell auch 50-50, weil wir haben die eine, die eine Förderlinie mit den Exzellenzclustern, die antragsgebunden ist, und die zweite von oben käme. Zweiter Punkt, man muss sich klar sein, wie schwierig das ist, und das weiß ich als ehemaliger Präsident des Schweizerischen Nationalfonds, wie schwierig das ist, Versprechungen zu evaluieren. Und bei jungen Leuten sind Versprechungen entscheidend, weil die können ja nicht sagen, ich habe schon einen riesigen Leistungsausweis, und das ist auch das Schöne, man geht in dieses Risiko hinein. Aber bei älteren Leuten, auch wenn man sagt, ich mache eine Projektevaluation, einem Antrag, man schaut eigentlich immer auf die Vergangenheit. Denn die Vergangenheit ist das Sichere. Man weiß, was der oder die gemacht hat. Und die Zukunft ist offen. Aber ich habe jetzt Folgendes gelernt in der Debatte seit gestern, ganz intensiv. Es ist gesagt worden, wenn man einfach nur Past Merit macht und dann dem Rektor oder der Präsidentin Geld in die Hand gibt, dass dann die ganze Aufbruchstimmung verschwindet und dass eigentlich nicht mehr diese Corporate Identity im Vordergrund steht. Und auch, wurde auch gesagt, und da, ich habe das gelernt und ich würde sagen, das war ein gutes Argument, dass wenn ein Präsident dieses Geld bekommt, aber das Geld nicht gekoppelt ist an einen Vorschlag, wie er es machen möchte, dass dann die Professoren sagen können, ja, das ist schon recht, ist gut, aber wir machen da nicht mit. Nicht? Und deswegen würde ich sagen, eine Prämie zu bekommen, setzt selbstverständlich auch voraus, dass die entsprechende Universitätsleitung eine Idee hat.
nur, und sie kann sogar diese Idee, also ich kann mir sogar vorstellen, man macht einen, bei dieser Prämie, man gibt diese Idee ein. Und wenn man dann auch sonst, also aus guten Gründen, diese Prämie bekommt, dann ist die Idee sozusagen wie ein Versprechen, so hast du die Prämie bekommen. Und das kann dann die Rektorin oder der Präsident benutzen, auch gegenüber den anderen, zu sagen, schaut, unter diesen Voraussetzungen, mit diesen Ideen, haben wir diese Prämie bekommen, bitte, wir wollen das jetzt zusammen umsetzen. Also dass man auch die Mittel in die Hand gibt, dass die Governance wirklich gestärkt wird. Und das finde ich eine ausgezeichnete Idee. Was nicht sein darf, ist, dass die Beurteilung nur aufgrund dieses Programms gemacht wird, wie bei den Zukunftskonzepten. Das ist das andere Extrem. Da hat man nur versprochen und dann hat man die Beurteilung gemacht. Und ich finde, das muss man korrigieren. Und wie bei allen Korrekturen, man geht vielleicht nicht von 100 hier zu 100 dort. Aber das Element zu sagen, es ist, man hat ein Konzept, aber das Konzept ist nicht der Punkt der Evaluation, sondern das ist sozusagen das Mittel der Durchsetzung nachher. Dann käme man vielleicht, wäre der ganze Konflikt, der jetzt immer wieder auftaucht, ein bisschen weg vom Fenster. Aber was nicht sein darf, ist, dass eigentlich die Politik fordert, dass man ein Programm macht, weil sie den Universitätsleitungen nicht traut. Das darf nicht sein. Und ich spüre das in der Diskussion, dass man jedem Fußballtrainer, den man anstellt, zutraut, dass er weiß, wie er den Fußballclub in die oberste Liga bringt. Aber den Universitätsrektoren traut man das nicht zu. Und das ist eigentlich das Bedenkliche und deswegen vielleicht auch unsere Richtung ein bisschen in diese, ja, in dieses confirmed merit. Herr Kretschmer, Frau Bauer, wie sehr vertraut die Politik den Hochschulen? Oder ist dieser Verwendungszweck hilfreich als Festschreibung und man braucht immer eine Kombination? Also ich finde, ja, es geht um das richtige Maß. Ja? Und von daher finde ich jetzt auch diese Präzisierung des Vorschlags auch sehr hilfreich. Glaube in der Tat, man muss es sich mal bewusst machen, dass das bisherige Modell ja irgendwie auch bemerkenswert ist. Also relevante Ressourcen zu verteilen aufgrund von Anträgen, die gestellt werden. Natürlich war da drin auch ein Element von irgendwie nachgewiesener Stärke. Aber zunächst mal aufgrund von Zukunftsversprechen wurden Ressourcen vergeben. Und diese Zukunftsversprechen wurden aufwendig international begutachtet. Was dann danach daraus passiert ist, sei mal dahingestellt. Ist ja irgendwie unüblich. Also nehmen wir jetzt mal das Bild vom Sport. Auch da irgendwie wird man irgendwie deutscher Meister irgendwie aufgrund dessen, was man gemacht hat, nicht aufgrund der Ansagen, was man in den nächsten 10 Jahren leisten wird und wer das schönste Konzept vorgelegt hat, irgendwie kriegt dann den Zuschlag oder den Titel. Ja? Also irgendwie in der realen Welt ansonsten ist es eigentlich sehr viel verbreiterter zu sagen, es gibt einen Titel oder es gibt eine Belohnung, einen neuen Spielraum auf Grundlage dessen, was geleistet wurde, nicht auf Grundlage dessen, was man zu leisten verspricht. Das Prinzip finde ich hochplausibel, ist zumindest mal als Element für die Zukunft zu stärken. Ich glaube aber, ich habe ja eben von Freiräumen und von Vertrauen gesprochen, was ich für ein konstitutives Element prinzipiell notwendig halte im Umgang mit Wissenschaft. Wenn man aber Freiheit und Freiräume gewährt, finde ich, gehört schon dazu, dadurch, dass unsere Universitäten im öffentlichen Auftrag agieren, es gehört schon dazu, sich zu erklären gegenüber der Öffentlichkeit. Es ist kriegt ja auch nicht der Rektor oder die Präsidentin einen Privatsäckel, ja? Sondern es kriegt eine Einrichtung, die im öffentlichen Interesse, im Interesse der Gesellschaft forscht und zu unserem Fortschritt und zu unserem Weiterdenken beiträgt. Deswegen in der Tat gehört es dazu, wenn man Freiräume erhält, zu erklären, ich werde in folgende Richtung weitergehen. Kann aber sein, dass die eine Universität einen strategischen Plan vorlegt im Bereich der Internationalisierung und eine andere ist besonders ambitioniert im Bereich des wissenschaftlichen Nachwuchses oder im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter und eine andere hat ein ambitioniertes Konzept, wie sie in der Region strategische Partnerschaften aufstellt. Und aus gutem Grund werden die strategischen Zielsetzungen der verschiedenen Universitäten unterschiedlicher Art sein, wenn sie ihre Freiräume gescheit nutzen. Ich finde es richtig, selbstgesteckte Ziele zu kommunizieren, in die Universität hinein zu kommunizieren, sie auch in die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Dann kann man auch nach einer Halbzeit darüber reden, habt ihr euch eigentlich in die Richtung bewegt oder war das auch nur beschriebenes Papier. Man kann darüber in Kommunikation kommen und muss es auch tun. Ich finde, erklärungspflichtig ist das durchaus. Aber die Prämie
mit den Freiheitsgraden, wie sie angedacht, das hat einen weiteren Vorteil, denn wir reden ja über die Prämie vor dem Hintergrund eines anderen Konzeptes, was schon so halb im Raum stand, nämlich die sogenannten Spitzenstandorte. In der Verbindung damit zu sagen, naja, wenn sich da Universitäten zusammentun, am besten regional, in örtlicher Nähe zusammentun, dann könnte man sie als internationale Leuchttürme fördern. Das halte ich für eine Setzung, die vollkommen falsche Anreize schafft. Natürlich passt das an dem einen oder anderen Standort gut. Es tendenziell schwächt es die Governance, die wir eigentlich stärken wollten. Denn es kann mir keiner erzählen, Entschuldigung, wenn ich das in Berlin so sage, dass das ein einfaches Unterfangen sein wird, wenn die künftige Präsidentin mit irgendwie selbstbewussten anderen Persönlichkeiten benachbarter Universitäten ein Gesamtkonstrukt vorstellen muss und dieses dann in die Tat umsetzen muss, dass ein solches Konzept besser gefördert wird als eine andere Universität, die sagt, wir haben eigentlich ein ganz anderes strategisches Konzept. Man könnte unter Umständen, wenn man auf ein solches Standortkonzept setzt, sogar ganz falsche Anreize in die Welt setzen, geradezu, wie Sie nannten das mal wunderbar, Scheinehen zu produzieren, um sich in eine bessere Ausgangslage zu bringen, Fördergelder einzureichen oder Beutegemeinschaften aufzusetzen. Deswegen ist die Prämie dem Modell überlegen, weil es nämlich die Freiheit gewährt, vielleicht in Berlin oder in München entsprechende strategische Kooperationen voranzubringen, an anderen Orten aber andere Strategien zu wählen und nicht qua Förderkonstrukt schon die Voraussetzungen schafft, dass man sich in eine bestimmte Richtung bewegen muss, ob es einen Sinn macht oder eben halt auch keinen. Deswegen Prämie, die Freiheit gibt, eigene Strategien zu entwickeln, diese sind zu erklären, zu erläutern, diese können dann auch öffentlich hinterfragt werden nach ein paar Jahren. Herr Kretschmer. Ich wäre da nicht ganz so schnell, weil man muss im Kern die Frage stellen, was wollen wir erreichen? Es geht nicht um den Punkt, wie viel Vergangenheit, wie viel Zukunft und Prämie, 20-25%. Ich bin sehr für wissenschaftsgeleitete Verfahren, möchte die Politik auch raushalten, ganz wichtig. Das war der Erfolg dieser Exzellenzinitiative, das ist der Erfolg auch dieser Kommission, dass sie ganz klar von der Wissenschaft getrieben worden ist. Ich bin sehr für selbststeuernde Systeme, das wäre so eine Prämie. Aber das ist überhaupt nicht der Kern der Frage. Der Kern der Frage ist, welche Vorstellung haben wir von einer Hochschule, von den Entscheidungswegen einer Hochschule. Und das bedeutet, dass ich diese kollektive Verantwortungslosigkeit, die ich durch die Gremienstruktur zumindest in Teilen der Hochschullandschaft habe, dass ich die brechen will. Dass ich nicht mehr möchte, dass alle mitreden können, sondern dass ich eine Governance habe, wo ein Führungsgremium entscheidet und sagt, dort mehr, das ist unsere Zielrichtung, an einer anderen Stelle weniger. Und das ist etwas, was es vor 10, 15 Jahren so in Deutschland kaum gegeben hat. Das war wirklich ein wirklicher Bruch in der Landschaft und den haben wir mit den Zukunftskonzepten erzeugt, weil wir gesagt haben, die Hochschulen müssen sich auf einen Weg verständigen und das müssen sie aufschreiben, nur dann bekommen sie das Geld. Wenn sie sich nicht daran halten, fallen sie bei der zweiten Runde wieder raus. Das war total unangenehm. Wenn wir uns jetzt einig sind, dass wir diese Hochschulen in dieser Form, in dieser Führungsstärke haben wollen, dann ist, glaube ich übrigens nicht, dass das alle so sehen. Ich habe das Gefühl, es gibt an einigen Stellen sogar den Weg wieder zurück. Frau Präsidentin, viel Spaß in den nächsten Jahren. Ihr Vorgänger, der ist uns allen wunderbar und lieb, der hat erlebt, wie das nicht geht. Ja? Aber wenn wir das denn hätten, dann kommt die Frage, wie will ich das erreichen? Und da ist mein Blick auf die Landschaft in den deutschen Universitäten, da ist es nicht eine Frage, ob ich dem einzelnen Präsidenten vertraue. Ich vertraue denen und ich habe unglaublich viel Mitgefühl für diese Menschen, die da vorne an einer... Sondern wie kriege ich das hin, dass sie dieses Ziel erreichen? Und da glaube ich, muss man etwas intensiver drüber nachdenken, ob man ihnen Instrumente in die Hand gibt, mit dem sie diese ihre Hochschule tatsächlich in die Lage versetzen. Da müssen wir intensiv drüber reden, ob dann das Modell,
was jetzt vorgeschlagen ist, das Richtige ist, wenn, in welcher Ausprägung, wie geht das. Aber ich möchte wirklich, das ist der Kern der Debatte. Wie soll die Hochschule funktionieren? Wie kommen wir zu dem Ergebnis? Was heißt Governance-Struktur, Strategiefähigkeit in Wirklichkeit? Herr Forst, vielleicht direkt dazu, nicht um immer die Runde zu machen, aber ich glaube, das schließt ganz gut an mit einer Innensicht, nicht nur aus Frankfurt, sondern auch auf die Universitätslandschaft insgesamt. Ja, da Sie Frankfurt ansprechen, könnte ich beginnen und sagen, dass in der Tat gewisse Autonomiegewinne, etwa dass die Universität selbst, das Präsidium selbst Berufungen durchführen kann, die sind natürlich von Vorteil. Insofern sind die Strukturen, in die Universitäten eingebettet sind und wie sie selbst strukturiert sind, natürlich wichtig. Dass wir irgendein Instrument dieses Ausmaßes oder eines größeren Ausmaßes erfinden könnten, dass die Gremienstrukturen an Universitäten, lieber Herr Kretschmer, wie Sie gesagt haben, brechen könnten, also das glaube ich niemals, abgesehen von der Frage, wie gut das in allen Hinsichten wäre, wenn die Gremienstruktur in allen Entscheidungssituationen nicht mehr bestünde. Aber jetzt mal rein pragmatisch, das kann ich mir nicht vorstellen. Und die Universitäten, die in der dritten Förderlinie erfolgreich waren und inzwischen einer Governance à la Stanford etabliert haben, abgesehen davon gibt es auch in Stanford einige Gremien, wenn man da was durchsetzen will, oder an anderen amerikanischen Universitäten. Also die Universität will ich sehen. Ich war der Kommission sehr dankbar dafür, dass sie viel der manchmal etwas zu heißen Luft aus der dritten Förderlinie herausgenommen hat. Diese Förderlinie ist nicht unwichtig, sie hat einiges bewegt, aber sie hat so viele Energien, nicht nur des öffentlichen Interesses, sondern auch der Diskussionen innerhalb von Universitäten und der Verwerfungen innerhalb von Universitäten, wenn es nicht geklappt hat, verursacht, dass ich mir bei einer Kosten-Nutzen-Rechnung nicht so ganz sicher bin, wie grandios erstens diese Zukunftskonzepte waren, wie sie umgesetzt wurden und wie unendlich die Fantasie sein kann, wie man eine Universität mit solchen Mitteln an die Weltspitze führen kann. Also ich meine, da ist viel Rhetorik im Spiel gewesen und da war ich der Kommission sehr, sehr dankbar, ob man jetzt einen weiteren Wettbewerb auslobt, aber eben mit den entsprechenden Zielen, die dann auch realistisch sind, oder das über eine Prämie macht. Ich kann mich mit beidem anfreunden. Ich fand eigentlich diese Prämienidee ganz apart, weil sie den Wettbewerb dort lokalisiert, wo er stattfinden soll, nämlich bei den wissenschaftlichen Projekten und nicht bei irgendwelchen Strukturinnovationen, die, wenn man den Normalmodus der Universität und auch wie die Normaluniversität ihr Geld bekommt und verwaltet, kennt, auch immer nur einen begrenzten Effekt haben können. Ich will aber noch was zu der Alternative Vergangenheit und Zukunft sagen. Die ist ein bisschen schief. Denn jeder weiß, dass ob eine Universität in welchem Wettbewerb der Gesamtuniversitäten auch immer erfolgreich sein kann, nicht nur von den blühenden Ideen einer schönen Zukunft abhängt, sondern von dem, was diese Universität war und was sie ist. Und das sind die besten Leute, die dort forschen und die Art, wie sie in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie innovativ und forschungsstark sein kann. Deshalb ist die ganze Rede von Zukunftsmodell, wenn wir glauben, das sind nur zukünftige Luftschlösser, natürlich auch falsch gewesen. Wenn man sich guckt, welche Universitäten erfolgreich waren, sind die Überraschungen so groß nicht. Man hätte sich die eine oder andere im mittleren Deutschland dazu gewünscht, aber viele und einige Überraschungen waren dabei. Das ist toll. Das sind auch gute Leute, die dort arbeiten. Aber hier diese Energien auf diese Ebene des Wettbewerbs zu heben, ist meines Erachtens, da ist sehr viel Politik im Spiel, da ist viel Rhetorik im Spiel. Die eigentliche Musik spielt dort, wo Wissenschaft getrieben wird. Diese Gelder sind natürlich verwendet worden, um Wissenschaft zu fördern, aber nur dort ist es dann auch produktiv gewesen. Insofern, wenn jetzt aufgrund des eigentlich sehr schönen Vorschlags die heiße Luft da rauszunehmen, wieder ganz viel Luft reingepumpt wird, weil man wieder das Harvard
an der Spree, der Isar oder an welchem Fluss auch immer sich vorstellt. Davor würde ich wirklich warnen und deshalb den Bericht auch sehr ernst nehmen, weil er genau lokalisiert, wo das Zentrum der Erfolge dieser Initiative wirklich liegt. Vielen Dank. Es ist ja eben schon mal angeklungen, dass diese Frage von regionalen Verbünden auch irgendwo im Raum steht. Kooperationen sind ja auch in den jetzigen Formaten sozusagen möglich, aber das bezieht sich ja eher auf sozusagen diese ehemalige dritte Förderlinie, auf die Zukunftskonzepte und die Frage, ob da auch regionale Verbundmöglichkeiten erlaubt sein sollen. Ich wollte kurz fragen, Herr Imboden hat sich ja sehr stark gemacht über eine Klarheit der Ziele und dass man bei den Zielen sozusagen nicht zu Verwischungen kommt, sondern sagt, die und die und die Sachen kann man mit der Exzellenzinitiative gut bearbeiten und dabei belassen wir es auch. Meine Frage wäre, wo sehen Sie und wo sehen Sie gegenwärtig in der politischen Diskussion mit diesen Vorschlägen, mit anderen Vorschlägen eine Gefahr dafür, dass es irgendwie eine Aufweichung von Zielsetzungen gibt, die letztlich nicht zielführend wäre? Ja, vielleicht zielt die Frage da auf diese Stifte, wie eine Debatte, die da im Hintergrund schmort, ist ja die Frage, mit welchem dieser drei Stifte kann man am besten schreiben, ohne dass was passiert. Okay, also die Debatte ist natürlich eine relevante, die im Hintergrund tobt. Und es ist eine relevante Diskussion, nämlich bei der Frage, wenn wir jetzt über die Spitzengruppe, die sich da abgezeichnet hat, auch nicht ganz neu, genau genommen, Sie sagten das ja eben auch, egal was für ein Raster man anlegt, man könnte die ERC-Grants nehmen, man könnte den DFG-Förderatlas nehmen, man kann wahrscheinlich sogar mehr oder weniger die Zukunftskonzepte, wie sie ausgezeichnet wurden, über die beiden Förderperioden hinwegnehmen. Man kommt immer mehr oder weniger konsistent irgendwie in so eine Liga von Universitäten, die in Deutschland vorne dran sind, von 10 bis 15, ja, die da in unterschiedlichen Konstellationen immer wieder vorne landen. Wenn man das jetzt mal als Ausgangspunkt nimmt, nach mindestens 10 Jahren Exzellenzinitiative, ist die Frage, wie sieht jetzt die nächste Etappe aus? Versuchen wir, ausgehend von diesem Niveau, zu sagen, wir verteilen das Geld jetzt so, dass möglichst viele weitere Universitäten vielleicht die Chance haben, aufzuschließen in eine Spitzenliga, die danach aus 50 Universitäten deutschlandweit besteht? Oder sagen wir, wir spitzen das Teil nochmal ein bisschen weiter zu und kristallisieren aus dieser Spitzengruppe jetzt nochmal 3 bis 5 Standorte raus und die anderen gehören dann irgendwie ins Mittelfeld rein? Oder arbeiten wir mit der relativ breiten Spitze weiter, sorgen aber dafür, dass das sozusagen nicht per Stempel und per se sozusagen definiert wird, wer da drinnen ist und wer draußen ist, sondern sorgen für ein Element des Aufsteigens und Absteigens. Ich würde dafür plädieren, oh Überraschung, ja, den grünen Stift zu nehmen, die Spitze so zu lassen, wie sie ist. Ja, vielleicht, also das ist nicht immer Schönschrift, was bei rauskommt, aber man verletzt sich nicht, kann damit ordentlich schreiben. Es ist pragmatisch, weil es aufsetzt auf dem, was sich rauskristallisiert hat. Wir müssen irgendwie nicht gucken, wen wir da ohne Not zum Verlierer machen und sozusagen rauskatapultieren. Und wichtig wäre mir nochmal zu ergänzen, also mit einer Spitzenkonstellation, wie sie entstanden ist in Deutschland, zu arbeiten und es aber damit zu verbinden, dass wir eben die Türschilder, wer da vorne mit dabei ist, nicht auf ewig vergeben. Also meine Erfahrung, kann ich in Baden-Württemberg irgendwie auch aus schmerzvollen Erfahrungen sprechen. Wir haben in Baden-Württemberg einige Aufsteiger und auch Absteiger erlebt. Also wir haben im KIT einen extrem schmerzhaften Abstiegsprozess verarbeiten müssen. Wir haben in Freiburg einen sehr unangenehmen Abstiegsprozess verarbeiten müssen und wir hatten in Tübingen eine große Enttäuschung, als in der ersten Runde die Universität Tübingen nicht dabei war und sie dann in der zweiten Runde nachkommen musste. Und an allen drei Standorten haben diese unangenehmen Erfahrungen enorme positive Energien freigesetzt. Weil man daraus gelernt hat, weil man sich auf die Hinterfüße gestellt hat, weil man daraus etwas gemacht hat. Und natürlich konnte man das nur so machen, weil der Prozess nicht ewig definiert war. Man wollte daraus lernen und sozusagen sich wieder
nach vorne bringen oder halt in der zweiten Runde dabei sein. Nur mit diesem dynamischen Element hat die Veränderung und diese Unruhe stattfinden können. Deswegen lassen wir die Spitze so, wie sie ist, und erhalten wir die Dynamik auf lange Sicht, dann tun wir unserer Wissenschaftslandschaft etwas Gutes. Und ich möchte dezidiert davor warnen, den Stift zu sehr anzuspitzen. Ich wüsste nicht, worin der Fortschritt bestehen sollte. Herr Kretschmer, ich glaube, das ging an Sie. Also einer von dreien ist schon raus, ne? Wenn man das so sieht. Das Wichtige ist ja, glaube ich, auch deutlich geworden in den Diskussionsbeiträgen der letzten Wochen, nachdem der Bericht vorgekommen ist. Im Zentrum dieser Exzellenzinitiative steht die Universität. Das ist ganz wichtig. Alles andere, Max Planck, Fraunhofer, Helmholtz, Leibniz, können hilfreich sein, sollen sich beteiligen, sind offen, aber die Universität ist das Herzstück des Wissenschaftssystems. Das ist wichtig. Das Zweite ist, wir haben einen Haushalt, das ich in den Bundestag kam 2002, von 5 Milliarden Euro. Jetzt sind wir bei 17 Milliarden Euro Bildung und Forschung. Vieles davon ist dafür da, um Qualität der Lehre zu verbessern, Chancengerechtigkeit zu verbessern, kleine Fächer und ähnliche, viele, viele, viele wichtige Themen, Fachhochschulen und andere Dinge. Wir reden hier über Spitzenforschung. Und das bedeutet, dass wir nicht darüber sprechen, jemanden dahin zu entwickeln, irgendwas zu werden, sondern jemand, der spitze und exzellent ist, dabei zu unterstützen, es zu bleiben und noch besser zu werden in einem internationalen Kontext. Nur das kann das Ziel dieser Initiative sein. Und dann ist das andere, wie viele das werden, ob 40 Cluster, ob 10 Standorte, 5, 8, 12, das ist nicht das Zentrale. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass wir uns verständigen werden. Die Johanna Wanka wird es am Ende hinkriegen, zusammen mit den Ministerinnen und Ministern der Länder. Es ist ja schon beeindruckend, dass wir einen so großen Konsens und so große Klarheit haben, dass es diese Exzellenzinitiative in der dritten Phase überhaupt geben wird. Ja, meine, das sind immerhin 4,5 Milliarden des Bundes für eine doch überschaubare Zeit. Wir wollen das Commitment noch der Länder für einen eigenen Beitrag dazu haben. Darüber kann man auch nochmal streiten. Sicherlich wird es in den nächsten Wochen dazu auch noch Diskussionen geben, auch über die Ausgestaltung. Aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und deswegen, das, was mich am meisten bewegt, ist, dass wir das Ganze wirklich bis zur Sommerpause in trockene Tücher kriegen, dass die Ministerpräsidenten das beschließen können. Das halte ich für wichtig als Ziel zu erreichen, damit die Wissenschaftler Klarheit haben, und dass man möglicherweise auch in einem anderen politischen Umfeld, wo die Zeiten sich wieder ändern, nicht immer war Wissenschaft, Forschung, Lehre so wichtig und so klar als politisches Thema. Also 2002 war das noch nicht so. Das begann damals erst. Und dass es auf Dauer so bleiben muss, ist auch nicht Gott gegeben, sondern hat was mit Personen zu tun. Wir haben jetzt eine Bundeskanzlerin, die das für sich als Thema hat und die da immer wieder die Hand auch drüber hält und die Budgets erhöht. Wir kämpfen dafür, dass sie das noch lange bleibt und dass sie auch diese Politik fortsetzt. Und da wäre ein erfolgreicher Abschluss dieser Exzellenzinitiative jetzt eine Vereinbarung, auch ein guter Beitrag dafür, dass das auch so weitergehen kann. Vielen Dank, das war nahezu ein gutes Schlusswort, aber wir machen doch hier lange nicht Schluss, weil wir wollen jetzt den sozusagen Ihnen die Chance geben, Ihre Fragen, die Sie entweder mitgebracht haben oder die sich jetzt hier im Laufe der Diskussion gestellt haben, an den Mann zu bringen. Ich sehe schon einige Wortmeldungen, würde Sie bitten, es kurz zu halten, wie immer, und diesmal ist es auch wie immer ernst gemeint, und es würde wahrscheinlich helfen, wenn Sie die Frage an eine spezifische Person adressieren würden. Herr Eitel. Ein Mikro kann Ihnen gereicht werden. Vielen Dank. Ja, ich würde gerne nochmal darauf hinweisen, nochmal nachfragen, Herr Imboden, warum Sie plötzlich, entschuldigen Sie, wenn ich das unter Kollegen so sage, das Rückrudern begonnen haben. Universitätsleitungen, und ich glaube, da muss man, das wissen wir, und da haben wir, glaube ich, auch Konsens, man muss unterscheiden zwischen der Institution und dem, was der Kollege gesagt hat, in der forschenden Einrichtung in der Universität, diese beiden Dinge. Und ich fand gerade an Ihrem Vorschlag so faszinierend,
eben dieses Geld auch für die Institution bereitzustellen, mit dem wir schnell reagieren können. Meine Frage, wie wollen Sie sich denn das vorstellen, jetzt wieder Konzepte zu entwickeln, die als Voraussetzung für diese Prämie dann dargestellt werden müssen? Gestern Abend war davon noch nicht die Rede, da muss ja irgendwie was passiert sein in den letzten 24 Stunden. Da habe ich ein echtes Problem mit. Das heißt, wir brauchen diese Freiräume, weil nämlich sonst die Cluster auch nicht mehr auf die Core-Facilities, die Infrastrukturen und so weiter zurückgreifen können. Und ich möchte auch sagen, es ist eine wunderbare Runde. Aber Sie haben sehr viel über die Institutionen und die Rektorate und Präsidien gesprochen und keiner hatte die Möglichkeit, was dazu zu sagen. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, gerade wenn wir über die Zukunft der Zukunftskonzepte und über diese komischen Spitzen uns unterhalten müssen, die ganz unterschiedlich aussehen, dass man auch die Perspektive der Universitätsleitung mal fragt. Ich höre in der gesamten bundesweiten Diskussion die Universitätsleitung praktisch nicht, weil sie von den Diskussionen ausgeschlossen sind. Nein, es ist wirklich so. Und deshalb meine ich, brauchen wir die Räume, wir brauchen die Freiräume, die Freiheiten, auch schnell und flexibel reagieren zu können. Und wie gesagt, wir waren sehr dankbar dafür. Ich würde Sie deshalb gerne fragen, was hat Sie bewogen, von den Confirmed Merits der Vergangenheit in Verbindung mit den Parametern, wie es diskutiert wurde, jetzt plötzlich abzurücken und das wieder an eine Vorgabe zu knüpfen, dass das freie Geld dann bei den Universitäten wirklich ankommt? Ich würde sagen, wir sammeln kurz. Ich habe Herrn Ruhe da vorne gesehen und Herrn Hippler hier in der ersten Reihe. Einmal dort Herr Hippler und Herr Ruhe dort in Reihe 4. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Kretschmer. Herr Kretschmer, Sie sagten, da gibt es einen gewissen Rollback in Deutschland sozusagen in Richtung Autonomie. Aber das ist eine Sache der Landesgesetzgebung, was dort passiert. Und ich weiß nicht, inwieweit die Exzellenzinitiative an dieser Stelle stark genug ist, auf die Landesgesetzgebung so hinzuwirken, dass tatsächlich das passiert, was Sie eigentlich fordern können, dass hinreichend Autonomie auch in den Präsidien, in der Governance tatsächlich passiert. Und wenn das nicht so ist, dann müsste man darüber nachdenken, ob dann diese Hochschulen oder in diesen Bundesländern, wo mehr Governance möglich ist, ob man die nicht einfach besser fördert als andere. Es gibt ja auch unterschiedliche sozusagen Konzepte. Es gibt Stiftungsuniversitäten wie Frankfurt. Es gibt die TU Darmstadt, die ein eigenes Gesetz hat und sehr, sehr autonom agieren kann. Und es gibt das KIT-Gesetz und es gibt in anderen Bundesländern auch sozusagen einen großen Weg zur Autonomie. Und man sieht das natürlich auch, dass in einigen Bundesländern die eine Universität das tut und die andere es vielleicht nicht tut. Und da ist meine Frage, woher nehmen Sie die Kraft, dass aus der Exzellenzinitiative mit dem bisschen Geld man eigentlich sozusagen das politische Rad so drehen kann, dass die Universitäten in die Lage kommen? Und noch Herr Ruhe, bitte, Wolfgang Ruhe. Ja, Wolfgang Ruhe, Stiftung Mercator. Ich will den Vorschlag von Dieter Imboden zunächst ausdrücklich begrüßen. Ich finde es großartig, wie sehr, sehr komplizierte Sachen hier zusammengefasst worden sind, wie Sie es geschafft haben, die Ziele eng zu halten. Ich glaube, nicht zuletzt muss man die Ziele auch denkbar eng halten, weil es ja irgendwie auch noch alles operationalisiert werden muss. Es müssen ja auch noch Verfahren der Begutachtung und so weiter entwickelt werden. Und wenn das nicht eng bleibt, haben wir ein Problem. Ich finde es gut, dass Sie so eng an Governance koppeln. Ich finde es gut, wie Sie über Governance die Kooperation reinholen, da wo sie nämlich eine Governance-Entscheidung ist und nicht wo sie per se gefördert wird. Ich finde es auch gut, Vertrauen in die Institutionen auf diese Weise zu setzen. Ich habe mit zwei Punkten eine Schwierigkeit. Einmal ist wirklich 1 Million eine Governance-Entscheidung, ist nicht 1 Million für ein Cluster zu gering, mit anderen Worten. Das ist ja weniger als ein Sonderforschungsbereich und Sonderforschungsbereiche haben wir seit fast 50 Jahren und die Governance-Auswirkungen sind vielleicht noch nicht so greifbar, dass wir die Exzellenzinitiative erübrigen könnten. Und die zweite Sache wäre die Kooperation sozusagen bundesweit. Ist das wirklich eine gute Idee? Wie viel Governance steckt darin, wenn jetzt, ich weiß nicht, Konstanz, Greifswald und Münster kooperieren? Das mag für ein Fach gut sein, aber ich glaube, das weicht auch ab und wässert eher die Zielvorstellungen, die Sie so eng halten wollen, auf. Danke. Herr Imboden, ich glaube, Sie waren sehr gefragt. Wenn Sie noch einen Moment brauchen, dann, aber ich glaube, Sie können gleich loslegen, oder? Kann ich versuchen. Also erstens einmal, Herr Heitel, das ist
eigentlich hoffentlich gestern klar geworden, dass die Universitätsrektoren und Präsidenten ganz entscheidend sind für die Kommission. Und ich habe ja gestern gesagt, die Kommission ist eigentlich ein Anwalt der Universitäten und will den Universitäten helfen in einem Umfeld, das in Deutschland gegenüber den Universitäten etwas weniger ideal ist als beispielsweise in meinem eigenen Land. Da haben Sie vollkommen recht. Also auch mit der Anhörung ich habe Ihnen gestern mit einem anderen exzellenten Rektor von Baden-Württemberg von Zürich hierher geflogen und ich habe ihm gesagt, ich hoffe, dass alle diese Gremien, welche die Universitäten vertreten, sich zusammenraufen und wirklich auch sagen, hier haben wir etwas, das wir gemeinsam wollen und sich nicht so zerstreiten, die TU 5, nein, nicht TU, heißen die U5, 15 und die weiter, dass die schon einen riesen Kampf machen, dann nichts Schöneres als jene Politiker, die nicht so einverstanden sind, zu sehen, wie sich der Gegner gegenseitig umbringt. Also insofern, und auch die Kommission, das wissen Sie auch, die Kommission hat sich auch sehr intensiv mit den Rektoren beschäftigt und auch in Sprache. Aber jetzt ist der Ball bei Ihnen. Die Kommission hat auch, jetzt müssen Sie diesen Ball aufnehmen und darauf schmieden. Jetzt sagen Sie, wieso rudere ich zurück? Ich glaube nicht, dass ich zurückrudere. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man diese Prämien haben sollte. Ich höre und ich fürchte, dass die Politik diese Prämie aus irgendwelchen Gründen, bis jetzt habe ich keine guten Gründe gehört, man kann das System nicht machen, macht doch eine ausländische Kommission, die sagt, wie das machen wollt, die nicht wissen, wie die deutschen Universitäten funktionieren und nicht bei jedem Vorschlag weiß, oh, da ist Heidelberg dabei oder vielleicht doch nicht und so, sondern macht doch so etwas, es gibt ein paar gescheite Leute auch im Ausland, dass man das machen kann. Aber ich will nicht zurückrudern, sondern ich möchte quasi eine Verdeutlichung machen, ein Angebot. Selbstverständlich muss ein Rektor wie Sie eine Vorstellung haben, was er als Nächstes macht, ohne dass man ihn festnagelt. Und das Element, das ich da hineinbringen möchte, ist, das darf aber nicht Beurteilungsgrund sein, aber das muss für ihn sozusagen ein Programm sein. Ich gehe hier, weil ich diese Prämie bekomme, mit diesem und diesem Programm in die Schlacht, wenn Sie so wollen. Aber das bedeutet auch, dass Sie Ihre Leute dahinter scharen können. Also es wäre eigentlich eine Führungshilfe. Vielleicht haben Sie das gar nicht nötig, umso besser. Also das Zurückrudern soll nicht bedeuten Wischiwaschi, sondern es sagt, selbstverständlich braucht es Konzepte, auch für einen Rektor. Der kann nicht einfach sagen, wunderbar, das Geld, ich verteile es so und so. Selbstverständlich braucht es Konzepte, aber die Konzepte dürfen nicht das Beurteilungsmittel sein. Dann haben wir wieder diese Schaufenstergeschichte. Okay, das war meine Präzisierung aufgrund der Diskussionen, die ich höre und von denen ich fürchte, dass sie das System wegwischen werden. Ich würde sagen, würden Sie bitte ein Mikro nehmen, weil sonst hört man im Stream nichts, sondern nur Lippenbekenntnisse. Ich würde es gerne noch mal präzisieren. Wenn Sie ein Konzept fordern, natürlich haben wir Konzepte, wir haben Vorstellungen. Muss aber auch sagen, in der heutigen Hochschullandschaft kann das in 2-3 Jahren schon wieder anders sein, weil irgendein Event, irgendeine gute Idee von Wissenschaftlern aufkommt, irgendwas Neues entsteht, was wir dann mit 2, 3, 4, 5 Millionen unterfüttern müssen für einen Bau, für eine Core-Facility, Geräte, Personal oder irgendwas. Aber was mir nicht klar ist, wenn Sie dieses Konzept einfordern, als Voraussetzung für die Prämie, dann eröffnen Sie ja wieder einen Wettbewerb um die guten Ideen. Nein, eben nicht. Dann habe ich es noch nicht verstanden. Das möchte ich gerne geklärt haben. Sie bekommen, also ideal in meiner Lösung wäre es, Sie bekommen aufgrund der Past Merit, bekommen Sie das, den Wettbewerb. Aber Sie selber, wenn Sie den bekommen, sagen, das ist mein Konzept, das ich verwende. Und das Konzept kann ja auch Flexibilität beinhalten. Das kann ja auch ein Konzept sein. Ich mache zum Beispiel eine Forschung, ich öffne einen Fonds für solche Dinge. Das kann alles auch im Konzept sein. Aber gegenüber Ihrer Frauschaft und Mannschaft, die Sie in der das ist dann. Jetzt noch vielleicht, ich habe die andere Frage nicht beantwortet. Ist eine Million, das war Herr Rohe. Ist eine Million zu wenig? Also das ist für mich nicht heilig, das kann auch mehr sein. Wir wollten einfach sagen, denkt ein bisschen in anderen Kategorien, wenn es nicht eine Million ist. Aber es ist ein Unterschied zu den SFBs. Die SFBs, ich habe einige erlebt, sowohl als Begutachter als auch als Mitantragsteller einmal in Konstanz. Das ist ja unglaublich,
wie klein die Freiheit ist. Da wird ja über jede XY-Stelle und über jeden Radiergummi, den man da kaufen will, muss da abgerechnet werden. Es soll eben die Freiheit sein, dieses Geld zu brauchen. Und die DFG kann jetzt vielleicht nicht anders, das muss so gemacht werden. Aber es ist eine andere, es geht nicht um das Geld, was dieses Instrument anders macht, sondern um den Geist, der dahinter steht und die Freiheit und auch das Risiko, die Risikobereitschaft. Kooperation bundesweit. Ich meine, wieso soll dann die FU und die TU besser miteinander arbeiten können als irgendeine andere? Ich spreche nicht von Universitäten als Ganzes, sondern von Fachgebieten in diesen Exzellenzklassen. Die Kooperation funktioniert bestens, wenn Sie selber mit jenem Kollegen oder jener Kollegin zusammenarbeiten dürfen, die Sie selber am besten finden. Dann funktionieren die Ehen und die Distanzen spielen doch heute keine Rolle mehr. Da kann man sich ganz nahe sein und doch nie sehen. Es gibt ja sogar, wie ich gehört habe, Professoren, die im gleichen Institut angesiedelt sind und sich kaum sehen. Oder? Also meine Nähe garantiert, was soll ich sagen, Kooperation überhaupt nicht. Also. Herr Kretschmer, da war noch die Frage mit der Autonomie und dem Rollback. Ja, und meine Wahrnehmung ist, dass die Exzellenzinitiative Nummer 1, angeschoben damals von Edelgard Bullmann und dem Bundeskanzler Schröder. Am Ende finalisiert und aufs Gleis gesetzt von Annette Schavan. Schon auf Basis einer gemeinsamen Vorstellung von Landesministern, Ministerpräsidenten der Bundesregierung war, dass man den Hochschulen mehr Freiheit und Autonomie geben muss. Und dass das, was wir jetzt Governance, Strategiefähigkeit, wie die das Kind auch immer nennen, das war damals die Voraussetzung. Und deswegen ging es auch alles in diese Richtung. Das hatte damals seinen Anfang oder die Dinge waren gemeinsam. Sie sind nicht voneinander zu trennen oder zu denken. Und deswegen ist meine Frage heute, ob das, was Herr Imboden als Vorstellung beschrieben hat, wo jetzt viele hier genickt haben und sagen, das ist so, ist das heute noch die Vorstellung in Deutschland? Diese Frage wird jetzt zwischen den Landesministern und der Bundesministerin zu diskutieren sein. Und dann ist nämlich die Frage der Instrumente. Meine Vorstellung ist sie. Meine Wahrnehmung ist, dass wir viele exzellente Rektoren haben und die an Grenzen stoßen, die ihnen von den Ländern mitgegeben werden. Und zum Teil aber auch, das haben Sie ja auch gesagt, von den eigenen Hochschulstrukturen innerhalb der Hochschule. Es gibt in einem Bundesland verschiedene Ausrichtungen. Ich sehe es bei mir zu Hause. Und deswegen muss man sich sehr genau überlegen, wenn man dieses Ziel hat, ob dann diese Prämie und wenn, in welcher Ausprägung das richtige Instrument ist, um dieses Ziel zu erreichen. Denn eins ist doch wohl klar, die Exzellenzinitiative 1 und 2 nur in Form von Clustern und graduierten Schulen hätte nicht diese Wirkung erzielt auf diese Hochschulen und auf das Gesamtsystem. Das muss einem immer klar sein. Und deswegen, ich finde, habe sehr viel Charme. Als ich das gelesen habe mit dieser Prämie, habe ich gedacht, das ist ein richtig kluger Vorschlag. Auch das mit dem Indikatoren rückwärts, halte das für alles richtig. Das finde ich total klasse. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das Ziel erreichen, weil ich nicht weiß, ob die Hochschulen schon in der Situation sind, wie wir sie uns wünschen. Und da hilft auch kein Rütli-Schwur. Nein, hilft überhaupt kein Rütli-Schwur, sondern hilft nur, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Wie ist die Situation? Das muss man sich jetzt anschauen und danach muss man sich das Instrument überlegen. Ja, ich würd nur gerne dazu sagen, also wir sind ja schon fast auf der Zielgeraden. Wir haben ja die Einigkeit, dass wir in einem halben Jahr den Rahmen klar haben müssen, damit unsere Universitäten wissen, wo sie dran sind. Wenn man Zweifel hat, dass die Prämie das Ziel erreichen kann, dann frage ich Sie, was ist die Alternative? Ich würde gerne wissen, wir müssen am Ende abwägen, womit wir eher das Ziel erreichen. Und die Alternative, die ist mir einfach nicht klar. Das, was da bislang konturiert und andiskutiert wurde, überzeugt mich überhaupt nicht. Und ich würde gerne nochmal einen Blick darauf werfen, wenn Sie Ihre Zweifel haben, dass es die Prämie ist. Was ist es dann? Denn bei der Exzellenzinitiative erste Runde, wenn man sich mal anschaut, wie sich das entwickelt hat, und ich bin sehr froh darum, dass nach langen Diskussionsprozessen die Exzellenzinitiative so aufgesetzt wurde, so wettbewerblich, wie es passiert ist. Anfangs gab es aber andere Diskussionen. Ich kann mich gut erinnern,
dass da ein Vorschlag im Raum stand. Da, Polen fing da gerade an mit Deutschland sucht einen Superstar, ja, erste Runde. Da kam auf einmal diese Idee auf, wir suchen die deutsche Superuni, eine. Dann wurde es korrigiert, dann waren es drei. Ja, und dann erst ist sozusagen durch intensive Debatten der Wettbewerbsgedanke entstanden, der sozusagen aus sich heraus und wissenschaftsgetrieben dann Spitzen sozusagen ausbilden konnte. Aber der erste Wunsch, auch aus der Politik, war sehr stark getrieben von der Idee und ich, Politik, Bundesministerin oder wer auch immer, klebe da das Elite-Label an die ausgewählte Hochschule ran. Zum Glück ist es so nicht gekommen. Und heute stehen wir wieder vor der Situation, werden wir einen Prozess aufsetzen, der wissenschaftsgeleitet wiederum aus sich heraus Spitzen stärkt und Spitzen voranbringt, oder bekommen wir unter neuen Mäntelchen einen Prozess, der wiederum am Ende doch politikgetrieben guckt, wer darf denn das Krönchen aufsetzen und dann eben nicht wissenschaftsgeleitet, sondern durch politische Überlegungen überlagert. Ich würde gerne wissen, wenn es die Prämie nicht ist, welches andere Projekt und Konzept soll es denn sein, die Spitzenstandorte herauszukristallisieren? Herr Kretschmer, wollen Sie das aufgreifen oder sollen wir erstmal eine Runde in dem Saal machen? Ja, ich will nur mal sagen, ich habe noch viel mehr Fragen an diese Exzellenzinitiative als diese eine. Ich möchte beispielsweise wissen, wie entsteht die Dynamik, wenn wir jetzt sagen, wir machen 8 Jahre, kann man dazwischendurch auch wieder, können neue dazutreten, können aufsteigen, kann jemand absteigen? Ich möchte wissen, wie das ist mit 91b und einer dauerhaften Bundesfinanzierung. Also da gibt es noch eine andere, viele andere Fragen. Diese übrigens, wie ich finde, haben wir jetzt gerade auch genickt, dass man Partner nehmen kann, die nicht unmittelbar am Standort sind, sondern an einer anderen Stelle in Deutschland oder vielleicht auch international, die sich beteiligen, halte ich auch für richtig. Das muss auch beantwortet werden. Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Dingen, die zu diskutieren sind und die abzuwägen sind. Nicht nur diese eine, man darf es auch nicht zu sehr verengen. Das ist hier schon noch ein Diskussionsbedarf, der ja auch läuft. Arbeiten intensiv Menschen dran, um am Ende zu einem guten Ergebnis zu kommen. Denn das ist ja auch klar, haben wir ja auch gesagt, diese Exzellenzinitiative 3 ist nicht nur eine Fortführung von 1 und 2, sondern muss wirklich neue Akzente setzen, weil die Situation sich verändert hat. Rainer Forst dazu und dann komme ich auf Ihre Fragen. Ich habe die Wortmeldung gesehen. Vielleicht ganz kurz zu dieser Debatte noch die Stimme eines unmittelbar Exzellenzbetroffenen oder Getroffenen. Ja? Nur nebenbei, wenn mir irgendeiner mal einen anderen Titel für das Wort Exzellenzcluster erfindet, wäre ich sehr dankbar. Ja? Also wir dürfen nicht uns der Illusion hingeben, dass mit irgendeinem Wettbewerb in dieser dritten Linie Probleme, ob Governance oder was auch immer, gelöst werden können, die auf der Ebene der Länder zu lösen sind. Das geht nicht. Da treibst du die Universitäten in einen Wettbewerb, die dir tolle Governance-Modelle vorstellen. Du prämierst die und das Bundesland macht was ganz natürlich, mit Ausnahme der Bundesländer, die hier auf dem Podium sitzen, macht was ganz anderes. Das geht nicht. Und das Zweite ist, Anträge für Zukunftskonzepte werden von Präsidien verantwortet, aber sie werden nicht nur von Präsidien geschrieben. Überlegen Sie sich gut, ob Sie die Spitzenwissenschaftler in Deutschland, in wie viele Wettbewerbe Sie die, in welchen Perioden schicken wollen. Irgendwann ist mal gut. Ja? Wenn ich habe gerne in all den Runden mitgearbeitet, am liebsten bei den Clusteranträgen, weil du da die Wissenschaft unmittelbar beförderst und ansprichst, auch bei den Zukunftskonzepten. Aber irgendwann ist diese tolle Idee an noch einen Wettbewerb und noch tollere Ideen und super. Und die vielen endlosen Sitzungen, die dafür notwendig sind, für die Produkte, die dann die Gutachter sehen und sagen, ja gut, da gibt es 10 Instrumente, wie viele haben sie denn bespielt und so weiter. Man muss das auch realistisch sehen. Das klingt alles toll,
super Wettbewerbe, wir wollen an die Weltspitze, hier sind unsere Modelle. Erstes Problem, geben die Länderverfassung und die Länderfinanzen sowas überhaupt her? Kann die Exzellenzinitiative hier etwas bewirken? Und wie viel Aufwand ist es, diese Anträge zu schreiben? Es sind die Verantwortlichen, die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Universitäten, die selbstverständlich von den Präsidien herangezogen werden. Man muss auch hier die Ökonomie der Wissenschaft im Blick behalten. Danke für diese warnenden Worte. Ich hatte jetzt eine Wortmeldung hier vorne in Reihe 3 und hier vorne in Reihe 2. Die Dame und der Herr im roten Pulli. Wenn wir vielleicht einfach so weitergehen. Danke. Claude Lücking. Und vielleicht, wenn ich auf Twitter oder in den Kommentaren, können Sie es einfach raufbringen. Das wäre nett. Danke. Also Claude Lücking, Bundestag, Bildungsausschuss. Nachdem wir jetzt gerade noch mal auf Rückfrage die große Bedeutung der Postmerits geklärt haben, möchte ich es noch ein bisschen verstehen, was sind denn jetzt ist die Definition genau? Sie haben es mit einem Halbsatz auch noch mal erwähnt gerade, Indikatoren gestützt, was nimmt man her, DFG-Forschungskatalog, Empfehlung Wissenschaftsrat. Meine große Sorge tatsächlich ist, dass ähnlich wie bei Bedeutung von Drittmitteleinwerbung es am Ende doch sehr stark noch mal um die Summe des eingeworbenen Geldes geht und dann, Sie haben das Problem schon aufgezeigt, die Geistes- und Sozialwissenschaften schon allein deshalb runterfallen, weil sie so billig sind und niemals auf die rasanten Summen kommen. Da würde ich gerne noch ein bisschen hören, wenn Postmerit so wichtig, was genau kommt da alles rein, wird da alles reingerechnet? Dann da vorne in Reihe 3 neben Herrn Eitel. Ja, danke schön. Neben Herrn Eitel trifft die Sache gut. Ich bin Herr Süppig von Tadden, Rektor der Universität Mannheim, 20 Kilometer flussabwärts. Je nachdem, wo man losfährt. Von Büro zu Büro 20. Ich möchte auf diese entscheidende Frage Linie 2 versus Linie 3 in der alten Welt nochmal zurückkommen. Rainer Forst hat mir hier aus dem Herzen gesprochen. Die Linie 3 hat strukturell große Probleme. Sie hat Großes bewirkt in der Vergangenheit, aber sie hat auch große Probleme. Ich glaube, die Imboden-Kommission hat eine Menge an hervorragenden Empfehlungen gegeben. Und eine der ganz wichtigen Empfehlungen ist gewesen, es muss mal gut sein mit den Zukunftskonzepten. Wir müssen mal gucken, was eigentlich erreicht worden ist. In der Praxis wird diese Gegenüberstellung von Past versus Future oder was immer gar nicht so groß sein. Jeder, der ein Zukunftskonzept oder einen Clusterantrag begutachtet hat, der weiß genau, man guckt darauf, wer macht das, ist der oder die gut, haben die gute Sachen gemacht, haben den IRC-Preis, wie viel DFG-Sonderforschungsbereiche haben die, sind die irgendwo an einer guten Universität gewesen und dann werden die auch in Zukunft gut arbeiten. Also Past versus Future halte ich ein bisschen für eine Scheindebatte. Aber entscheidend ist diese Frage, dass wir uns überlegen müssen, wie viel Strukturbildung und wie viel Forschungsförderung machen wir. Und da finde ich den eigentlichen Beitrag der Imboden-Kommission zu sagen, wir brauchen von unten, Herr Imboden macht das mit der Hand, wir brauchen die Basis und wir brauchen die Governance. Und diese Handbewegungen finde ich extrem gut, denn sie zeigen, dass an zwei Seiten ein Problem ist. Ich glaube aber nicht, dass wir mit der starren Prämie hier besonders viel weiterkommen. Was ich an dem Imboden-Bericht, wenn ich eine Sache rausgreifen müsste, unter den vielen guten, was ich an dem Imboden-Bericht für entscheidend gut finde, ist zu sagen, wir machen zu jedem bewilligten Cluster, und das kann ruhig kleiner sein, finde ich sehr gut, zu jedem bewilligten Cluster nicht nur einen Overhead von 20 oder 25%, wie das die DFG macht, um die Heizungskosten und die Verwaltungskosten und so abzudecken, sondern auch nochmal 20% drauf, zur Verfügung für die klugen Rektoren, die daraus was machen sollen, was diese Universität weiterbringt. Und zwar nicht notwendig, das den anderen Clustermitgliedern wieder in den Rachen zu werfen, sondern möglicherweise für ganz andere Sachen. Also hier haben wir unten und oben sehr gut kombiniert und wir haben es geknüpft an den wissenschaftlichen Erfolg. Und das ist der entscheidende Punkt. Deswegen halte ich diese sogenannte Prämie für eher zweitrangig und ich würde dringend dafür plädieren, das auch runterzufahren. Die Zahlen erscheinen mir viel zu hoch. Ich würde eher sagen, bringt das runter auf 5 Millionen pro Universität und nehmt 15 Universitäten, dann sind wir bei 75 Millionen, bleiben 425 Millionen für Cluster und damit kann man in jeder sinnvollen Rechenweise über 50 Cluster finanzieren. Und zwar mit den Imboden-Zuschlägen.
Und das finde ich den richtigen Zusatz. Und dann kommen wir weg von dieser Diskussion, wer von den wenigen tollen Unis, die wir in Deutschland haben und von denen wir ja glauben, wir kennen sie alle, weil sie immer in aller Munde sind und in den Zeitungen stehen, wer von denen darf jetzt diese große Prämie haben, um diese Wunderdinge zu bewirken? Mehr auf die Governance-Strukturen, die Imboden in seinem Kern vorgeschlagen hat, achten bitte. Vielen Dank. Da wurde gerechnet mit spitzem Bleistift vermutlich. Wir haben noch eine Wortmeldung hier. Dann würde ich die zwei Nachrichten aus dem Netz vorlesen und dann würden wir hier eine Schlussrunde machen, wo ich Sie bitten würde, die gestellten Fragen zu verarzten. Vielen Dank. Ja, danke. Florian Prange vom AStA der Universität zu Köln. Ich würde am Anfang kurz auf eine Aussage von Herrn Forst kurz eingehen, wo Sie auf Herrn Kretschmer eingegangen sind mit der Aussage mit den Gremien. Da möchte ich mich auch bedanken, dass Sie auch sagen, dass es nicht so sinnvoll ist, die einfach alle abzuschaffen. Das finde ich auch aus demokratietechnischen Gründen sehr gut, diese nicht abzuschaffen. Sie sagten in der Eingangsrunde, dass ja die Exzellenzinitiative auch gut für die Lehre ist. Jetzt studiere ich selbst an der Universität zu Köln, selbst Exzellenzuniversität. In meinem praktischen Leben als Student habe ich nicht das Gefühl, dass mir das da viel bringt. Jetzt hat auch Herr Imboden, beziehungsweise in dem Bericht der Imboden-Kommission, steht ja auch drin, auf Seite 24, da geht es um die Lehre, dass die erfahrenen WissenschaftlerInnen und LehrerInnen, die diese Aufgabe, also die der Lehre, eigentlich übernehmen sollten, werden durch die Exzellenzinitiative damit belohnt, von diesen Aufgaben befreit zu werden. Daher die Frage, was bringt es mir eigentlich als Studie in der Lehre, dass wir diese Exzellenzinitiative haben? Wunderbar, vielen Dank. Ich will noch zwei Fragen, die sich beide an Frau Bauer richten, vorlesen. Sie betonte, wie wichtig Freiraum ist. Inwiefern wird dieser innerhalb der Uni doch zu stark durch zu starke Governance eingeschränkt? Sprich dort weniger Gremienstruktur? Das wäre die eine. Und die andere, wie sehen Sie den Vorschlag von Professor Forst, die angedachte Prämie an die Einrichtung von Tenure-Track-Strukturen zu koppeln? Hebler findet sie Quatsch. Also, wir haben zum Glück ein Programm am Start. Ich hoffe, es beginnt demnächst, dass wir wirklich einen großen Schritt vorangehen, um Tenure-Track-Professuren im Land schneller einzuführen. Verschiedene Landeshochschulgesetze haben auch schon dafür gesorgt, dass die Spielräume sich erweitern. Wir müssen dringend in diesem Bereich vorankommen, das mal vor der Klammer. Ich glaube wirklich, wir haben hier speziell in Deutschland ein Problem, an dem wir arbeiten müssen mit hoher Dringlichkeit. Trotzdem finde ich, muss man nicht alle Probleme und Aufgaben, die wir haben, an die Exzellenzinitiative binden. Es ist wichtig, die Dinge auseinanderzuhalten, sie dennoch anzugehen. Deswegen glaube ich, macht es eher Sinn, jetzt mal zu durchdenken, wie kann so eine Prämie aufgesetzt werden, wie kann sie funktionieren. Wenn man jetzt sofort anfängt, die Prämie zu binden an die Gleichstellung und an den Tenure-Track und an die Internationalisierung, da hätten wir noch so ein paar schöne Ideen, die in sich jede einzelne einen großen Sinn macht, aber die Prämie ist dann keine Prämie mehr. Deswegen würde ich das gerne auseinanderhalten und sagen, kann die Prämie als wirklich strategischer Spielraum, als Strategiefonds der Handlungsfähigkeit der Einrichtung schafft, genutzt werden und dennoch den Diskurs darüber, wo die Reise hingehen soll, befeuern. Ich kann ja auch das Anliegen von Herrn Kretschmer da gut verstehen, zu sagen, wir wollen ja wirklich sehen und wir wollen wissen, dass wir diejenigen, die Führung wahrnehmen sollen, dieses auch durch das Instrument bekommen. Also es ist lohnenswert, darüber nachzudenken. Ich glaube, dass die Prämie ohne Aufhängung und Verbindung, was man damit alles zu erfüllen hat, nur dann funktionieren kann. Ich würde auch die These wagen, wenn wir ein solches Modell bekommen, werden kluge, gute Wissenschaftspolitiker und Wissenschaftspolitikerinnen sehr genau wissen, dass sie in ihren Hochschulgesetzen dafür sorgen, die Spielräume herzustellen, damit man mit der Prämie auch strategisch agieren kann. Also es wird durchaus ein Impuls sein zu sagen, wer jetzt mit solchen finanziellen Ressourcen ausgestattet ist, sollte auch Handlungsspielräume bekommen, gesetzlicher Art, um den Vorteil ausspielen zu können. Also kluges Handeln wird bedeuten, Freiheitsgrade dann auch in den Hochschulgesetzen entsprechend auszubringen. Ich glaube, der Wettbewerb ums beste Hochschulgesetz würde durch die Prämie angeregt werden. Und auch das ist ein Argument für die Prämie. Danke.
Wir hatten noch die Frage nach den nach der Demokratie der Hochschule, die gerne Rainer Forst. Vielen Dank. Es war nicht nur, glaube ich, die Frage nach der Demokratie, sondern insbesondere die Frage nach der Lehre. Ich bin froh, dass Sie das nochmal aufwerfen. Das ist mir nämlich wichtig. Ich kenne nicht alle Exzellenzcluster, aber die überwiegende Mehrzahl hat neue Professuren installiert. Diese Professuren kommen mit einem ganzen Umfeld von Leuten, von Postdoc über jüngere Nachwuchswissenschaftlerinnen an eine Universität. Wenn ich schon in Frankfurt einmal aufstellen würde, all die Seminare, die Leute, die durch den Cluster nach Frankfurt gekommen sind, die in den Fachbereichen angeboten wurden, hätten wir eine ganz lange Liste. Und das kann mir keiner erzählen, dass das in den Naturwissenschaften nicht auch der Fall ist. Und selbst wenn da eine Koryphäe berufen wurde, die selten Seminare anbietet, eröffnet sie ein Labor und die sucht doch nicht die Leute danach aus, ob sie die mitgebracht hat oder ob die von dem Ort sind, ob die in dem Labor hier, hier forschen können. Das gehört auch zur Lehre. Also das müsste man noch einmal gesondert untersuchen. Es geht nicht nur um Seminarangebote, sondern um die Verbesserung von Lehrbedingungen und all die Infrastrukturen, in die die Universitäten investiert haben, sind doch nicht nur Infrastrukturen, bei denen ein paar wohlbezahlte, aus Harvard eingeflogene Professoren sitzen. Das ist doch einfach falsch. Wie es in Köln aussieht, müssen wir uns mal genau darüber unterhalten. Da habe ich nicht, den Eindruck, dass die Exzellenzgelder ganz an den Studierenden vorbeigegangen sind. Ich will kurz was zu der Frage noch, wenn ich darf, zu den Grundlagen der Prämienbewertung, weil das immer wieder auftaucht, ob da nicht die Geistes- und Sozialwissenschaften benachteiligt sind. Das kann man kompensieren. Man kann Publikationen bewerten nach Qualitätsindizes, die nicht aus den Naturwissenschaften importiert sind. Man kann wissenschaftliche Leistungen und wissenschaftliche Stärke an ganz vielen Ergebnissen ablesen. Und wenn man die Problematik kennt, dann kann man ihr auch gegensteuern. Also manchmal ist so die Auffassung, die Geisteswissenschaften, was die so machen, was die so für Ergebnisse haben, das weiß man gar nicht so richtig. Das kann man alles gar nicht feststellen. Also so ist das auch wieder nicht. Man kann es anders feststellen als in so manchen Wissenschaften, obwohl auch Genies in den Naturwissenschaften können auch unentdeckt bleiben, weil sie in bestimmten Journals noch nicht so vielleicht publiziert haben. Also ganz so ist es auch nicht immer ablesbar, wo wissenschaftliche Größe ist. Aber wenn man ein Peer Review, was man selbstverständlich machen muss, wenn man solche Prämienbewertungen, solche wichtigen Prämienbewertungen durchführt, wenn man ein Peer Review, bei dem dann die entsprechenden Wissenschaften auch repräsentiert sind, einsetzt, da hätte ich keine Angst, dass man den unterschiedlichen Wissenschaften gerecht wird. Und obwohl das kritisiert wurde, eine Grundlage für die Bewertung von Prämien, ob Universitäten gut performt haben, könnte durchaus sein, was sie für den Nachwuchs auch in hinsichtlich Tenure Track getan haben. Ich wüsste überhaupt nicht, wieso das nicht eine relevante Größe wäre, um die Performance von Universitäten zu beurteilen. So war der Vorschlag gemeint und in dem Sinne würde ich ihn ganz gerne weiterhin nicht als Quatsch verteidigen. Vielen Dank. Jetzt Herr Imboden noch zu der Frage von der Dame aus Reihe 2 ja. Und dann machen wir eine ganz kurze Schlussrunde. Wir haben in der Kommission darüber diskutiert, ob wir einen konkreten Vorschlag ausarbeiten sollen. Wir haben das nicht gemacht, weil wir gesagt haben, dann diskutiert man nur über die Rangordnung, die dort entstanden ist. Auch weil wir gedacht haben, in der Schnelle, soll nicht in der Schnelle gemacht werden und auch nicht von der gleichen Kommission. Aber wir haben uns Überlegungen gemacht und in unserem Bericht stehen Bedingungen, welche an diese Bewertung gestellt werden sollen. Eine ist unabhängig von der Größe der Universität. Deswegen bin ich, was ich jetzt gehört habe, sagt man beispielsweise, diese Prämie bekommt man nur, wenn man mindestens zwei, das war so ein Vorschlag, mindestens zwei Exzellenzcluster hat. Es kann kleine Universitäten geben, also Konstanz kann nicht von vornherein zwei oder drei oder vier Cluster machen, dann würde man kleinere Universitäten mit benachteiligen. Also Unabhängigkeit von der Größe der Universität und unabhängig vom Fachspektrum. Nicht, wenn Sie das nicht machen, dann bekommen Sie beispielsweise eine medizinische Hochschule, die nur teure Forschung hat und nur das, und dann steht die ganz oben.
sondern unser Vorschlag ist, ihr vergleicht alle medizinischen Fakultäten, ihr vergleicht alle ökonomischen Fakultäten und so weiter. Und es kann sein, dass eine Uni, die nur 7 Fächer hat oder 7 Hauptfächer hat, aber mit 5 davon in den obersten 3 ist, dann ist die genauso exzellent wie eine andere Universität, die sehr viel mehr Fächer hat. Also man kann solche Dinge berücksichtigen. Und das steht eigentlich ein bisschen drin im Bericht, was eben, wie das auch Herr Frost jetzt gesagt hat, was man machen kann. Da bin ich also absolut auch der Meinung, da gibt es Möglichkeiten, das zu korrigieren. Soll ich gerade noch ein letztes Wort aus meiner Sicht sagen, ein Schlusswort? Oder ja. Soll ich? Also ein Schlusswort. Es war noch eine Frage da. Ja, ich glaube, die Frage, und ich nehme das als Schlusswort. Man hat gesagt, wieso sollte man nicht die Prämie kleiner machen? Wenn Sie als Wissenschaftler einen Bericht schreiben und Sie wissen, dass nachher dieser Bericht in die Hände der Politik gerät, Entschuldigung, Ihr lieben Politiker, dann muss man ja ein paar Punkte haben, wo sich die Politik dran festbeißen und profilieren kann. Und wir haben uns gesagt, wenn man das liest, sieht man auch, wir haben gesagt, wir schlagen zwar die beiden vor, die beiden, und machen ein Rechenbeispiel, wie das sein könnte. Aber es macht gar nichts. Wenn man das Prinzip übernimmt, hätten wir schon viel gewonnen. Aber die Politik noch ein bisschen darum herumschreibt, dann wäre eigentlich allen Genüge getan. Und in diesem Sinne würde ich auch sagen, das wäre mein Schlusswort. Ich bin sehr begeistert über die Diskussion, die ich jetzt geführt habe. Ich habe in den letzten 2 Tagen nicht das gesprochen. Ich kann fast nicht mehr reden. Es freut mich, wie viel Wohlwollen, dass man diesem Bericht entgegenbringt. Und ich hoffe jetzt, dass man das Eisen schmieden kann, solange es noch heiß ist, und dass man am Schluss nicht in die Kompromisse hineingeht, dass die Politik ihren Steuerungsbedarf auch befriedigen kann, indem sie an solchen Dingen noch herumschraubt. Wunderbar. Aber ich möchte auch jetzt dem deutschen Forschungs- und Wissenschaftssystem und auch der deutschen Politik ein Kompliment machen, dass wir diese Debatte so führen können. Und ich hoffe inständig als Anwalt der deutschen Universitäten, dass daraus etwas Gutes wird. Und dann würde ich meiner Frau zu Hause sagen können, sie hat mir nämlich gesagt, du bist jetzt über 70 und jetzt hörst du mal auf arbeiten. Und dann könnte ich meiner Frau sagen, es hat sich gelohnt. Ich danke. Vielen Dank. Die Krux wissenschaftlicher Politikberatung ist es ja immer, dass man einerseits eine wissenschaftliche Expertise hat und dann immer gut politische Entscheidungen damit begründen kann. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch dazu verhalten, wenn man von dieser Expertise abweichen muss. In dieser Situation befinden wir uns im Moment grundsätzlich gerade. Diese Diskussion sollte ein Baustein dazu sein. Und ich würde gerne meine weiteren 3 Gesprächspartner kurz bitten, doch ihr Schlussstatement ein kurzes mit der Frage zu verbinden, was sie sich von den nächsten Wochen wünschen oder versprechen. Also wir haben die Aufgabe, zwischen Bund und Ländern innerhalb sehr kurzer Zeit einen Konsens zu erarbeiten, wie die Exzellenzinitiative 3 weitergeht. Das ist leider innerhalb sehr kurzer Zeit zu bewerkstelligen. Wir wollen ja im Sommer fertig sein. Das heißt, da machen die Ministerpräsidenten einen Knopf dran. Und damit die dieses tun können, müssen vorher die Finanzminister und die Wissenschaftsminister sich schon geeinigt haben. Dann können sie mal rückwärts rechnen und wissen sie, wie schnell das gehen muss. Der Job wird jetzt wirklich sein, dass wir uns verständigen und dass wir uns auf diesen mühsamen Weg begeben, zu gucken, was wir miteinander konsentieren können. Und ich finde, auch so eine Debatte wie die heute Abend ermutigt mich, dass wir das schaffen können, wenn wir uns nochmal vergewissern, welche Ziele, welche Grundprinzipien wir für richtig halten. Ich habe den Eindruck, da ist der Konsens schon, der wächst. Ja? Er wächst. Und wir können auf der Grundlage dieser Grundüberzeugung durchaus dann an dem einen oder anderen Detail noch ein bisschen feilen. Ich glaube, der schwierigste Schritt wird der erste jetzt sein. In den nächsten Wochen können wir uns auf das Grundprinzip, wie es die Imbruden-Kommission vorgestellt hat, uns verständigen. Ich werde alles dafür tun, dass es die Ausgangsbasis ist für die weitere Verständigung. Dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir bei den restlichen Positionen dazukommen. Und noch ein letzter Satz zu der Frage, was haben die Länder dazu beizutragen? Ich finde, es ist unbedingt notwendig, dass nicht nur der Bund das Geld reingibt, sondern die Länder ihre 25% mit dazu beisteuern. Ich meine, immerhin sind Universitäten in unserem Zuständigkeitsbereich. Wenn wir das in Zukunft auch
beanspruchen wollen, dann müssen wir natürlich auch finanziell in der Verantwortung bleiben. Ich kann Ihnen zusichern, dass wir alles dafür tun werden, dass es ein politikfernes, wissenschaftsgeleitetes Auswahlverfahren gibt und dass wir die Kriterien Exzellenz zu dem Maßstab machen, den wir auch wünschen. Zweitens, es ist eine Exzellenzinitiative. Das bedeutet, dass wir hier auch wirklich nicht nur eine DFG nachkopieren wollen, denn wir könnten auch die 450 Millionen Euro der DFG geben und die machen Cluster. Das ist aber nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen eine internationale Sichtbarkeit. Wir wollen Strukturen, die sich dann auch auf dieses deutsche Wissenschaftssystem so auswirken, dass es international wettbewerbsfähig anziehend für Leute von außen ist. Und da muss ich Ihnen sagen, das ist das, was man da von der Exzellenzinitiative 1 und 2 lernen kann. Dadurch, dass wir die Kriterien auch mit dem Zukunftskonzept so gesetzt haben, sind Hochschulgesetze geändert worden. Gab es Bereitschaft in den Hochschulen, sich zu verändern? Und das müssen wir wieder so erreichen. Sicherlich nicht mit dem Zukunftskonzept, so wie es war, aber wir brauchen ein geeignetes Instrument dafür. Und deswegen bin ich unglaublich dankbar für diesen Bericht. Er hilft uns allen sehr, sehr viel in Diskussionen. Es gibt viel mehr Konsens in der deutschen Politik und in der deutschen Wissenschaft, als es vor 10 Jahren war. Aber man darf sich auch nicht nur auf diesen Bericht und auf die Instrumente, die vorgeschlagen sind, verengen, sondern man muss auch rechts und links noch ein bisschen weiter nachdenken und diskutieren. Ich bin guter Dinge, dass das zu einem guten Ergebnis führt und freue mich auf die Diskussion der nächsten Wochen und Monate, auch wenn sie manchmal heftig werden. Aber wir werden bis zum Sommer zu einem guten Ergebnis kommen. Vielen Dank. Rainer Voss, was wünschen Sie sich von den kommenden Wochen? Ja, ich würde mir erstens wünschen, dass diejenigen, die jetzt in der Politik die Entscheidungen zu fällen haben, den Dialog mit der Wissenschaft jetzt nicht mit dem Vorliegen dieses wunderbaren und sehr interessanten Berichts, also vielen Dank nochmal, als abgeschlossen ansieht, sondern und das jetzt nicht als einen Dialog nur unter Politikern und Politikerinnen. Und wir wissen, was zwischen Land und Bund und verschiedenen Ländern und dem Bund da noch für Politik hin und her geschoben wird. Bleiben Sie im Dialog mit der Wissenschaft. Es ist eine Pflanze, die man pflegen muss. Man hat in den vergangenen Jahren an vielen Standorten, nicht nur an den großen Zentren, sehr viel geschaffen und man kann auch wieder viel kaputt machen. Wenn man nicht aufpasst. Wenn ich mir noch was hätte wünschen dürfen, wäre es, dass man, wenn wir uns schon alle einig sind, dass die Cluster sozusagen das interessante Modell sind und dass man sie flexibler gestaltet, das ist richtig, aber wie gesagt, kein Automatismus, dass Geist- und Sozialwissenschaften weniger Geld brauchen als Naturwissenschaften. Wenn man so mutig ist, neue Professuren einzurichten, dann braucht man erstmal was. Dann wird das degressiv, weil das in den Modus der Finanzierung von Land und Universität übergeht. Aber zunächst mal muss man da auch kräftig investieren. Also insofern bitte kein Automatismus, dass wenn man für die Geistwissenschaften was tun will, man die Gelder runterfahren sollte. Was ich mir noch hätte wünschen können, wäre, dass man bei den Bewerbungsschienen für neue Cluster, dass man dort eine aussondert und dass man dann ein Instrument zur Verfügung stellt, die Cluster, die in der Tat sich zu internationalen Instituten gemausert haben, mit Unterstützung ihrer Universitäten und der Länder, aber dennoch ganz allein schaffen sie es nicht. Das kann man nicht machen, wenn man das Niveau eines MPI anzielt als Forschungsinstitut und dann einem gesagt wird nach 9 Jahren, okay, jetzt lauft ihr mal alleine weiter, dann ist klar, dass die besten Leute sind, sobald es irgendwie geht, an den MPIs oder sonst wo. Dann hat man genau das verspielt, was man eigentlich wollte, nämlich solche Zentren in der Universität zu haben und sie weiter in die Universität zu integrieren und sie nicht aus der Universität wieder hinauszudrängen oder die besten Köpfe. Diese zwei Linien,
weil das auch für Gutachter wesentlich übersichtlicher ist. Habe ich es mit einem Neuantrag zu tun oder habe ich es mit einem Antrag zu tun, wo etwas geleistet wurde und hier möglicherweise ein Institut entstehen kann, das dauerhaft Bundesförderung verdient? Das würde ich noch einmal mit auf den Weg geben, ob man das nicht im Sinne der Differenzierung aus Fairnessgründen auch für die Neuankömmlinge und eben auch zur Sortierung der Institutionen, die möglicherweise dann ein bisschen, weil die längere Laufzeit von 7 bis 8 Jahren ist sehr zu begrüßen, ob man hier nicht nochmal eine Differenzierung einzieht. Vielen Dank, Rainer Forst. Ich danke Ihnen hier auf dem Podium für die anregende, intensive Diskussion. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Ich weiß, es sind sicherlich einige Fragen offen geblieben. Deswegen gibt es jetzt die Treppe runter, rechts ein Glas Wein, wo man noch die eine oder andere Frage gemeinsam diskutieren kann, die heute in der Diskussion aufgekommen ist. Vielen herzlichen Dank.